Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wieder Zeit für den Spengler Cup. Willkommen zum heutigen Wettkampftag in Davos. Und bevor wir loslegen mit den Themen vom heutigen Nachmittagsmatch, wollen wir natürlich den Überblick verschaffen, wie es uns sieht vor dem heutigen Spieltag. Zwei Matches sind angesagt und so präsentiert sich die Sache. Davos hat heute spielfrei. Im Moment ist Kanada sicher in der besten Position. Zweimal gespielt, zweimal gewonnen. Auch Davos ist noch gut unterwegs. Minsk und Adler aus Mannheim können sich ebenfalls noch Hoffnungen machen. Auf dem Finale vom Silvestermittag für Carlo Vivari ist das alles leider aus Sicht der Tschechen nicht mehr möglich. Ich freue mich auf die Gäste, die wir heute hier im Studio werden haben während der beiden Match. Das sind zwei Goalies. Zum einen der aktuelle Goalie der Kloten Flyers und der ehemalige Goalie vom EHC Kloten, Ronny Röger und Reto Pavoni. Ganz herzlich willkommen. Die beiden Keepers, wenn man so darf sagen. Ja, die Erinnerungen, die ihr gemeinsam hat. Es hat mal ganz am Anfang der Karriere zwei Jahre gegeben, als er beide im Klotener Goal waren. Reto Pavoni, wie war er damals, der Rüger? Ja, ist schon sehr lange her. Ich mag mich fast nicht mehr daran erinnern. Er war noch sehr jung. Wir waren beide noch ziemlich jung. Er war mein Backup. Er hat sehr viel von mir lernen, hoffentlich. Das sieht man auch jetzt noch. Das war eigentlich eine sehr interessante Zeit. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Der Pavoni, was ist er, 5 Jahre älter? Ja, etwa könnte ich hauen. Er ist, also eben, vielleicht falsch ausgedrückt, beide im Goal gestanden. Also, es ist mehr oder weniger nur einer im Goal gestanden. Ja, der Junge ist kaum nachgekommen, genau. Und ein bisschen gedrückt hat, probiert hat. Ich konnte ein bisschen schnuppern, Nationalluft. Und ja, es war eine schöne Zeit gewesen, hinter so einem erfolgreichen Goalie zu sein. Und dann irgendwann hat der Weg weitergehen für mich und dann musste den Club wechseln. Reden wir kurz über die Zeit vom Eishockey. Können wir den im Verlauf von heutigen Tag noch vertiefen? Wenn man jetzt so zurückschaut, die Karriere, es war die unglaubliche Zeit von diesen 4 Meistertiteln hintereinander in Kloten. Was war das Schönste gewesen, wenn man jetzt das müsste auf eine Sache reduzieren, die Hockey-Karriere? Kann man das überhaupt? Sehr schwierig. Also, das Schönste war sicher der Zusammenhalt von dieser Mannschaft, die wir hier hatten. Das habe ich nachher nie mehr erlebt. Das Team, der Spirit, den wir hatten, das war, glaube ich, unsere Stärke. Wir waren nicht unbedingt die beste Mannschaft, nicht unbedingt die teuerste Mannschaft. Aber irgendwie hat es funktioniert und das war sicher speziell gewesen, über so viele Jahre. Und Reto Pavoni hat zum Schluss von der Karriere noch 2 Jahre in Deutschland gespielt. Und darum passt natürlich wunderbar, dass heute die deutsche Mannschaft am Spengler Cup im Einsatz steht. Mannheim, wo sich gestern mit dem Sieg im Penaltyschießen gegen die Tschechen zurück ins Turnier gespielt hat. Da sehen wir ja, was sagen ihr als Goalies zu dem Penalty, Ronny Röger? Ja, ist nicht schlecht geschossen gewesen. Also schnell zum Handgelenk. Das ist zu wenig breit, oder was? Er ist vielleicht ein bisschen zu tief im Goal. Rein. Zu tief im Goal. Und nachher das, Reto Pavoni, der entscheidende Penalty. Mhm. Ich habe es eigentlich gut gefunden vom Goalie. Er hat seine Stockhandseite gut abdeckt. Der Spieler verliert die Scheibe. Sieht dann nicht so gut aus, wenn er sie tüpft, ist sie rein. Auf dieser Seite ist es sehr schwierig für den Goalie zu heben. Wie ist es eigentlich, wenn man ein Match schaut? Sei es jetzt im Stadion oder am Fernsehen, schaut man da als Goalie in erster Linie auf die Goalies? Nicht mehr so. Also ich schaue jetzt gerne das ganze Spiel an. Klar schaut man so Situationen schaut man schon speziell an. Wie ist der Stil? Wie tut sich weiterentwickeln? Aber ich wollte eigentlich versuchen, das ganze Spiel anzuschauen. Hat man dann plötzlich andere Augen für den Hockeysport? Also als Goalie ist man ja extrem fokussiert. Wird das plötzlich zu einem anderen Sport, wenn man es von außen anschaut? Schon ein bisschen. Also ich versuche mich schon nicht mehr nur auf den Goalie zu konzentrieren, sondern das ganze System ein bisschen anzuschauen. Das ändert schon ein bisschen. Bei Ihnen, wie sieht das aus? Kann man die Froschperspektive verlassen oder ist das noch nicht möglich? Ich bin noch nicht gross dazu zum Match schauen von außen, aber ja, man achtet sich sicher schon auf den Goalie, aber man wird auch das ganze Spiel verfolgen. Und man schaut auch irgendwie gewisse Spieler, was haben die für Stärken und Schwächen. Und das ganze Spiel ist sicher interessant, aber speziell im Augenblick auf den Goalie. Jetzt gibt es in unserem gestrigen Spieltag eine Geschichte, die nicht so schön ist. Und zwar hat es einen Zwischenfall in der Partie Davos gegen Team Kanada. Der Check von Beat Forster gegen den Devereaux, der ist liegen geblieben und jetzt wird diskutiert, ist das ein fairer Check, ja oder nein? Was sagen ihr zwei? Es wird diskutiert, er ist abgesprungen, hat ihn gecheckt in der defensiven Zone. Er ist mit beiden Schlittschuhen, ist er nicht auf dem Boden. Ronny Röger, ist es ein fairer Check oder was ist es? Also er schaut vielleicht jetzt gerade ein bisschen extrem böse aus, aber von mir aus gesehen ist ein Check, der passieren kann, vor allem in dieser Zone. Der Spieler sieht nicht, das ist sein Pech, weil dann wäre er sicher gefasst und wäre nicht so schlimm rausgekommen. Aber ich denke, es ist ein logisch, er hebt ganz leicht ab, aber das ist mit ihm. Aber das ist ja die Frage. Ja. Ist das überhaupt richtig, dass man sagt, sobald er nicht mehr mit beiden Kufen vermisst ist, dann ist es einfach nicht korrekt?
wenn er abspringt? Schwierig zu sagen. Jetzt, es sieht wirklich brutal aus, die Szene. Es ist ein eine ähnliche Szene schon mal in unserer Liga passiert, zwischen Freiburg und Bern. Es war hier ein Kanadier, der in die Schweiz gecheckt hat. Schon Heinz und der Josi. Der Kanadier hat nachher gesagt, er muss einfach aufpassen dazu. Und er hat nicht aufgepasst, der Kanadier. Jetzt hat es halt ihn verwünscht. Es ist schwierig zu sagen. Es ist also schwierig zu sagen. Es wird diskutiert natürlich in Davos. Es ist so, dass der Einzelrichter von der Nationalliga das jetzt anschaut und seine Empfehlung abgibt. Aber wie es dann weitergeht, das weiss man nicht. Auf jeden Fall verlangen Kanadier, dass man es genau studiert und allenfalls beantragen und Kanadier eine Sperre gegen den Beat Forster. Das sind die Informationen, die wir hier in Zürich im Moment haben. Und darum geben wir doch jetzt am besten gerade einen Brief zu Steffi Buchli. Sie ist nämlich im Stadion in Davos und sie weiss natürlich die neuesten Fakten zu dem Fall. Bitte, Steffi. Ja, ich habe mal nachgefragt beim Team Kanada. Und zwar ist es so, dass nicht jemand hier in Davos interveniert hat, sondern der Johnny Meisli, das ist der Executive Vice President von Hockey Canada. Der hat in Kanada das Spiel gestern geschaut, hat die Aktion vom Forster geschaut und hat dann von Kanada aus interveniert. Das ist einer der höchsten Hockey-Funktionäre in Kanada. Und ich konnte dann noch mit dem Greg McTavish reden, mit dem Head Coach von Team Kanada. Ich habe ihn gefragt, was ausschlaggebend war für den Formal Request, den jetzt die Kanadier gemacht haben. Und er hat gesagt, ja, wir haben einen schwer verletzten Spieler. Der Täter, der Forster, sei mehrere Zentimeter abgesprungen. Also genau das, was wir vorhin noch angesprochen haben, ist eigentlich für die Kanadier ausschlaggebend. Der Spieler sei jetzt schwer verletzt. Was man da noch für offene Fragen hätte. Sie sagen vor allem Kanadier, das sei sehr ein dirty check gewesen, weil er eben abgesprungen ist und weil er dann seinen Ellbogen zu Hilfe genommen hat. Also die Stimmung da im Team Kanada gegenüber dem Forster, der die Aktion gemacht hat, die ist relativ schlecht. Also es ist ja noch ganz interessant, wenn man das hört, dass plötzlich jemand von Kanada das Bild sieht und interveniert. Aber wichtig ist natürlich auch, wie geht es dem Spieler. Und da geben wir gerade ein paar Steckhecher zum Jan Billeter. Da ist noch Steffi Buchli. Ich würde gerne mit dem Jan Billeter noch ein paar Worte wechseln, wie es uns sieht mit der Verletzung. Da haben wir ihn. Das ist Dunkelhaar. Das ist der Jan Billeter. Jan, sag mir schnell. Steffi hat gesagt, schwere Verletzung. Was ist es? Wir wissen noch nicht mehr hier. Ja, es ist ein Halswirbelbruch, den sich der Boyd Devereaux zugezogen hat bei dieser Aktion. Er ist im Moment im Spital in Davos. Dort muss man wahrscheinlich operieren. Man muss vermutlich die Stelle mit einer Platte fixieren. Für ihn ist die Saison vorbei. Im HC Lugano wird der Stürmer jetzt die ganze Saison fehlen. Und also wirklich eine gravierende Verletzung. Und er ist schon selber vom Eis gefahren. Also ist auch gut, ist da nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Oh, das ist nicht schön. Wünschen wir natürlich in erster Linie gehört die Besserung. Kann das jetzt irgendwie Auswirkungen haben auf das Spiel von der Kanadier Hitte? Ja, das kann schon sein. Das ist sicher so. Aber es sind so spezielle Typen, die Kanadier. Ich glaube, die stecken das weg und gehen eher für den Typ, der jetzt im Spital ist, noch ein Spürchen mehr. Es ist aber sicher nicht einfach. Aber eben das mit diesen speziellen Typen, das kehren wir immer wieder. Wie ist es denn, wenn man gegen die spielen? Was macht die so speziell? Ja, sie geben nie auf. Sie geben immer Vollgas. Also, es ist eine Mannschaft, die als Team sehr stark spielt, die als Team zusammenwächst und sich wirklich einsetzt. Und das sieht man jetzt wahrscheinlich heute auch, wie es für den verletzten Spieler dann geht. Und sie machen es dann mit Hockey, tun sie das wettmachen, denke ich. Also, sind wir gespannt, wie das sich wird entwickeln, das Spiel in wenigen Augenblicken geht es los. Und darum geben wir jetzt zum zweiten Mal einen Brief auf Davos-Sendung zum Jan Billeter. Es kann losgehen mit der Partie Adler Mannheim gegen Team Kanada. Hier sehen wir das Team, der Adler aus Mannheim in dunkelblau. Die Spieler werden vorgestellt ohne Helm und in diesem Fall auch ohne Haare. Dennis Reul, ein Riesenschrank, der Verteidiger in der Startformation. Mit der 57, der Flügel des ersten Sturms, Ronny Arendt. Daniel Steiner, der Verstärkungsspieler, der Schweizer, der heute also gleich in der Startformation eingesetzt wird, wieder neue Partner an seiner Seite hat. Colin Beardsmore ist der Center dieser ersten Formation, der Adler aus Mannheim. Im Tor heute beim Team Kanada wieder Wade Dubljevic. Yannick Tremblay, der Spieler aus der deutschen Eishockey-Liga, der beim HC Lugano gespielt hat vor zwei Saisons in der ersten Verteidigung. Sein Partner ist Mickey Dupont vom EV Zug. Und die Stürmer, die kennen Sie alle auch, wenn Sie das Schweizer Eishockey verfolgen. Jean-Guy Trudel von den ZSC Lions, gestern angekommen, verbrachte die Weihnachtsferien in Nordamerika und hat sich gleich mit einem Tor hier
ins Team eingefügt. Dann der Fighter im Team, Jean-Pierre Vigier vom SC Bern. Ein Tor und drei Assists bis jetzt auf seinem Konto. Mit 4 Punkten führt er zusammen mit 4 anderen die Torschützenliste an. Und der Zentner der ersten Formation, Serge Aubin von Fribourg-Gottéron. Und das hochkarätige Coaching-Trio des Team Kanadas. Ganz links der Head Coach Greg McTavish. Vierfacher Stanley Cup-Sieger als Spieler. Neben ihm haben Sie gesehen John Simpson, Head Coach der ZSC Lions, und Doug Sheridan, Head Coach des EV Zug. Und das ist ein ehemaliger Head Coach des EV Zug, Doug Mason. Jetzt arbeitet er für die Adler aus Mannheim. Es ist seine erste Saison in der Eishockeystadt Mannheim. Roland Stalder leitet diese Partie zusammen mit Brent Reiber. Herr-Schiedsrichter Stalder auf Abschiedstour, zum 6. Mal am Spengler Cup mit dabei. Ende Saison ist für ihn dann Schluss, der 50-Jährige aus Lies. Also, etwas zu seinem Namen. Der war ja nicht ganz einfach auszusprechen. Wir haben da beim Team Kanada nachgefragt. Und wie man den Namen ausspricht, Sie wissen es eigentlich selber nicht so genau. Sie sagen ihm einfach Duby. Aber eine Zuschauerin hat uns ein Mail geschrieben und sie war zusammen mit ihm in der Highschool in Nordamerika. Und sie hat uns geschrieben, man spreche den Namen Dublevic aus. Das ist viel einfacher auszusprechen. Herzlichen Dank für diese Information. Wir haben wirklich die besten Zuschauer der Welt. Gespannt auf die Startphase auch in diesem Spiel. Die Kanadier gestern noch im Einsatz gegen den HCD. Ein sehr erfolgreiches Spiel. Aber die Erholungszeit, die ist natürlich enorm kurz. Kaum hat man die Ausrüstung ausgezogen und aufgehängt, steigt man wieder in die volle Montur. Das Team aus Mannheim spielte gestern Nachmittag, hatte also 24 Stunden zwischen den beiden Spielen. Und die Mannheimer haben auch noch Chancen, hier den Final zu erreichen. Und das sind ganz viele Spieler besonders motiviert. 12 Spieler aus dem Team der Adler sind in Kanada geboren. Es ist also so etwas wie Kanada 1 gegen Kanada 2, das heute Nachmittag spielt in der Davoser Eishalle. Sean Heinz erarbeitet sich diesen Scheibengewinn. McLean. Jamie Pollock an die Bande gedrückt, an Jackman. Aber die Scheibe verlässt den Ice Rink und darum wird das Spiel unterbrochen. Da haben wir Brad McLean. Nein, das ist Jackman, Entschuldigung, vom EHC Biel. Greg McTavish, 51-jährig, 2 Jahre älter als Sean Simpson, 3 Jahre älter als Doug Sheridan. Trépanier, ein ehemaliger SCB-Verteidiger, die 7 bei Mannheim und hier die 77, der aktuelle SCB-Kanadier in der Verteidigung, Roach. Alexandre Daigle, der seit seinem Wechsel zu den SCL Tigers richtiggehend aufgeblüht ist. Beim HCD lief es nicht mehr. Hatte eine gute erste Saison, hat dann aber hier immer mehr abgebaut, ist immer weniger zum Einsatz gekommen. Und er fühlt sich auch sehr wohl hier in diesem Team. Kanada konnte sehr viele gute Akzente setzen bereits in den ersten beiden Spielen. Brooks bleibt hängen und die Scheibe geht wieder über die Bande. Brandon Brooks, Teamkollege von Daigle, jetzt bei den SCL Tigers. Die Kanadier sind gestern mit voller Wucht gestartet gegen den HCD, haben die Bündner teilweise richtig gehend überrollt. Ein wirklich tolles Spiel gezeigt, eine enorme Leistungssteigerung auch gegenüber dem ersten Match. Hedlund kann hier die Scheibe kontrollieren und die Situation klären. Hedlund, die 5, der
amerikanischer Verteidiger. Der einzige Amerikaner bei Mannheim. McLean. Wieder Curtis McLean. Spielt in Finnland und ein Spieler im Gesicht getroffen. Michel Ouellet von Fribourg-Gottéron. Und Daniel Steiner, der Täter, fährt auf die Strafbank. Ouellet gestern Abend nicht eingesetzt worden. Hier bekommt er den Stock von Steiner ins Gesicht. Daniel Steiner, der bisher nicht richtig integriert werden konnte. Eine schwierige Situation für ihn natürlich, wieder mit einem neuen Team im Einsatz zu sein. Hat sich mehr versprochen vom Spengler Cup. Aber heute in dieser Sturmformation gäbe es doch die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt sieht er aber zu, wie die Kanadier ihr Powerplay lancieren mit Jean-Guy Trudet. Typisch sein Stil, hat einen sehr kurzen Stock, das fällt sofort auf. Gut gespielt, aber Vigier verpasst am weiten Pfosten. Travis Roach. Obitai verliert die Scheibe und dann ein Offside. Also ein harziger Start für die Kanadier. Gewisse Anfangsschwierigkeiten gibt es hier. Und hier hat wenig gefehlt. Vigier stand genau richtig, aber hatte keine Chance, hier die Scheibe zu treffen und im Tor von Fred Brathwaite zu versenken. Ja, man grüßt sich. Viele Kanadier heute im Einsatz. Viele, die auch irgendwo schon einmal zusammengespielt haben, sei es bei den Junioren oder auch in den verschiedenen nordamerikanischen Ligen. Achtung, wieder die Kanadier. Scheibe lag noch frei, konnte dann weggeschlagen werden. Brooks hatte sich diese Möglichkeit erspielt. Noch 35 Sekunden, die Kanadier in Überzahl. Robitaille. Bell. Mark Bell von den Kloten Flyers. Dreifacher Torschütze bis jetzt am Spengler Cup. Robitaille. Mit drei Assists bisher aufgefallen. Heinz. Robitaille findet keinen Mitspieler. Steiner ist zurück. Muss dann aber noch einmal abdrehen. Kann nicht gleich den schnellen Gegenstoß lancieren, denn seine Kollegen, die im Unterzahlspiel im Einsatz waren, mussten sich zuerst auswechseln lassen. Corey Packer, die Elf, kommt zu spät. Er spielt in der FISP, in der National League B. Die Chance von Brandon Brooks. Bisher nur Torchancen für das Team Kanada. Gute Möglichkeiten, die sich die Kanadier bereits erspielt haben in den ersten 5 Minuten dieser Partie. Neto gewinnt das Pulli. Scalzo mit dem Handgelenkschuss, die 79, Mario Scalzo, der Verteidiger, der zweimal mit dem Team Kanada am Spengler Cup mitgespielt hat. Hier ist er an der Scheibe. Jetzt also mit den Adlern gegen seine quasi ehemaligen Teamkollegen. Dupont. Wieder Scalzo vor Pecker an der Scheibe. Schönes Zuspiel auf Robinson. Einer der auffälligsten Spieler, der Stürmer mit der Nummer 9 bei Adler Mannheim. Auch einer der besten Scorer in der DEL in den letzten Jahren. Royal. Vor dem Tor einer kurze Zeit frei. Jetzt ist ein Gegenspieler bei ihm.
und Brathwaite. Mit einer Unsicherheit dann aber doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Fred Brathwaite, der 37-jährige Goalie, der Adler aus Mannheim, der mit dem Team Kanada 1998 den Spengler Cup gewonnen hat. Also auch er hat eine Verbindung zum heutigen Gegner. Wieder war es Vigier. Brathwaite hatte kurz die Übersicht verloren, aber sich dann wieder schnell auf seine Position bringen können. Roach. McLean. Gute Idee, die Ausführung noch nicht optimal. Offside ist aufgehoben. Aus der Mittelzone versuchen die Kanadier, sich in die Zone zu spielen, also nicht einfach nur über die rote Linie zu fahren, die Scheibe ins Drittel des Gegners zu spielen. Nein, mit Passkombinationen wurde hier versucht, einen Angriff zu lancieren, den Gegner unter Druck zu setzen. Was zeigen uns die Adler in der Zone der Kanadier? Nicht lange fackeln, lautet ihr Motto. Wenn sich die Gelegenheit bietet, aufs gegnerische Tor zu schießen, dann soll diese auch gleich wahrgenommen werden. Die Adler ganz sicher spielerisch nicht gleich stark wie das Team Kanada. Sie sind bisher vor allem mit einem defensiven, soliden Spiel aufgefallen, aber in der Offensive hatten sie sehr wenig zu bieten. Die Adler aus Mannheim haben in zwei Spielen gerade einmal zwei Tore erzielt. Eins gegen Dynamo Minsk, eins gestern gegen Carlo Vivari. Dann kam es noch zum Penaltyschießen und da haben sich die Adler durchgesetzt. Zum Vergleich die Kanadier, die haben in 2x60 Minuten 12 Tore erzielt. 6 gegen Carlo Vivari, 6 gestern Abend gegen den HCD. Jamie Pollock. Robinson. Sean Hines gecheckt. Ein gutes Vorchecking. Aber noch keine gefährliche Chance bisher. Robinson und ein Teamkollege stehen sich im Weg. Sean Hines zieht davon. Der Verteidiger von Gotteron wird im letzten Moment gebremst. Hat aber immer noch den Puck. Und sofort setzen seine Teamkollegen nach. Strafe angezeigt gegen Mannheim. Kanadischer Goalie ist draußen mit 6 gegen 5. Kann bereits ein erstes Powerplay aufgezogen werden. Dägel. Genau, die müssen sich jetzt organisieren, irgendwie zu sechst. Oben, Heinz. Freie Sicht und niemand da, der ablenken könnte. Darum kein Problem, der Schuss für Fred Brathwaite. Und Sean Heinz und der Brathwaite kennen sich gut. Es reicht sogar für einen kurzen Spatz, mit dem gesagt haben, na, beim nächsten Mal werde ich dich bezwingen. Aber Brathwaite hat das cool gemacht. Mit seinem Stock hat er Heinz die Scheibe weggeschlagen. Und das war das Haken, das zur Strafe geführt hat. Jamie Pollock sitzt draußen, hat in den Kloten gespielt. Darum auch einen Bezug zur Schweizer Meisterschaft. Oben. Roach. Oben setzt nach, Vigier ist da, der Wühler, der Mann, der nie aufgibt, immer kämpft. Ein extrem wertvoller Spieler ist für den SCB, aber auch für das Team Kanada. Jean-Pierre Vigier. Dupont. Und wieder hat Brathwaite sehr gut den Winkel verkürzt. Brathwaite, der 1,70 Meter kleine Goalie, braucht extrem starke Reflexe, um die Scheiben abwehren zu können. Und er ist immer noch sehr schnell mit den Beinen, mit den Armen.
auch im Herbst seiner Karriere. Hat auch 3 Jahre in Russland gespielt, dort viele Erfahrungen gesammelt, in der NHL gespielt, in der AHL. Heinz. Robitaille. Daigle. Gut gemacht, wie er sich gelöst hat. Jackman ist frei, wird angespielt. Robitaille. Heinz. Die 4 Unterzahlspieler lassen sich gleich auswechseln. Wenn immer sich die Gelegenheit bietet, in Unterzahl muss man das wahrnehmen, damit frische Kräfte aufs Eis können. Das Unterzahlspiel kann sehr anstrengend sein. Vor allem, wenn man der Scheibe nachjagt, wie jetzt, wenn man forciert. Noch 20 Sekunden, die Kanadier können noch einmal aufbauen in Überzahl mit Tremblay. Brown. Dieser Pass kommt nicht an, wieder können die Mannheimer befreien. Und sie werden auch diese Unterzahlsituation schadlos überstehen. Jamie Pollock kehrt jetzt aufs Eis zurück. McLean. Guter Backhand, Rückpass. Auf Brown. Und dann Aaron Spilo. Die 18. Einer der wenigen aus dem Mannheimer Team, die offensive Akzente setzen konnten, bis jetzt an diesem Turnier. Urquhart. Spilo und Spiel. Wieder unterbrochen, ein Handpass. Da haben wir Aaron Spilo, der ja als Aaron Nittel in der Schweizer Meisterschaft gespielt hat in der Saison 2006. Unter anderem beim Lazer hat er gespielt. Hier hat er die Saison begonnen und die Ahornblätter mit den olympischen Ringen, eine gute Kombination. Die Vorfreude bereits riesig auf die Olympischen Spiele in Vancouver. Vor allem das Eishockey-Turnier wird dort eine ganz wichtige Rolle spielen im Mutterland des Eishockeys. Robinson bleibt hängen an Mickey Dupont, holt sich die Scheibe zurück. Spilo ist da. Meto. Gegen 1. Darum können die Kanadier wieder befreien. Keine echte Gefahr geht von den Mannheimern aus in der Offensive. Sie schaffen es nicht in die gefährliche Position. In gute Abschlusspositionen sind sie bis jetzt nicht gekommen. Im Gegensatz zum Team Kanada eine weitere Möglichkeit. 13. Minute. Travis Roach. Ein Verteidiger, der auch in der Schweizer Meisterschaft immer wieder als Torschütze auffällt, versteht es sich, mit in die Offensive einzuschalten. Und der Überraschungseffekt ist dann oft gewiss, wenn dann plötzlich der Verteidiger ganz tief steht und angespielt werden kann. Brooks. Direkt im Zug aufs Tor. Brandon Brooks, 31-jährig. 3 Spieler im Team Kanada haben die 30 Jahre noch nicht erreicht. Der älteste im Team ist 36-jährig, Sean Heinz. Steiner. Zweiter Versuch von Daniel Steiner aus der Mittelzone, die Gegenspieler zu lancieren. Aber auch hier gelingt es nicht. Er hat keinen Raum, keine Zeit, um etwas kreieren zu können. Jetzt vielleicht, da ist etwas mehr Platz da.
Beardsmore. Und Wade Dublovic ist auch noch da, der kanadische Goalie. Praktisch ohne Arbeit bisher. Mannheim gewinnt das Bulli. Forbes, der großgewachsene Center. King. King, ein guter Scorer in der deutschen Eishockey-Liga. Auch er ist neu verpflichtet worden auf diese Saison hin zu Mannheim. Das Team wurde komplett umgebaut. Mannheim spielte ja auch vor 2 Jahren am Spengler Cup. Kanadier. Abpraller, aber die Kollegen sind da, um aufzuräumen, machen das aber zu wenig konsequent. Sean Heinz mischt wieder ganz vorne mit. Hat sich gestern auch einen Assist gut schreiben lassen können, hat ein Tor sehr schön vorbereitet. Ist dann auch einmal ein wenig ausgeflippt im letzten Drittel. Aber im Interview bei Steffi Buchli war er dann wieder Mr. Nice Guy, wie er sich gleich selber bezeichnet hat. Ein Mann mit vielen Gesichtern, dieser Sean Heinz. Ein Kanadier sitzt draußen, der Stürmer des SC Bern, Brett McLean. 2 Minuten wegen Behinderung. Die Adler können aber nicht vom Bull in der offensiven Zone profitieren und Jamie Pollock muss wieder ganz hinten Anlauf nehmen. Erste Überzahlgelegenheit für die Adler aus Mannheim. Ein unglaubliches Missverständnis, dann reagiert auch niemand mehr darauf. Jeder wartet, bis der andere irgendetwas tut. Und jetzt eine Strafe gegen Mannheim. Das wird den Trainer auf die Palme bringen. Dieses Foul von Jamie Pollock. Zum zweiten Mal muss er auf die Strafbank. Und weg ist die Überzahlsituation. Hier 2 Mannheimer eigentlich bei Vigier. Da hätte es auch möglich sein sollen, ohne unerlaubte Mittel diese Scheibe zurückzugewinnen. 14,5 Minuten gespielt, je 4 Spieler auf dem Eis. Eine Situation wie jeweils in der Verlängerung. Da ist mehr Platz da. Jetzt eine Möglichkeit, wenn es schnell geht, für die Adler aus Mannheim. Hedlund bekommt den Pass allerdings nicht wunschgemäß. Denn Robitaille hatte gut aufgepasst. Die Kanadier hatten sich schnell organisiert. Jetzt in der Vorwärtsbewegung. Jackman. Randy Robitaille. Vom AC Lugano, Teamkollege von Boyd Devereaux, der wie gesagt ausgefallen ist mit einem Halswirbelbruch. Er liegt im Spital in Davos und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. War ein Offside. Die Zeitlupe hat dem Linienrichter recht gegeben. Nicolas Fluri und Joris Müller heißen die Linienrichter in dieser Partie. Brent Treiber und Roland Stalder, die Headschiedsrichter, alles Leute also aus der National League, die diese Partie leiten. Brad McLean mit dem Pass in die Mitte zu Mark Bell. Stand einer bei ihm. Die arbeiten sehr konsequent in der eigenen Zone. Sie geben den
Deutschen wirklich keinen Raum, um sich entfalten zu können. Und dann sind die Adler da schnell einmal am Anschlag und am Ende ihrer Möglichkeit. Roach findet den freien Mann, Jean-Pierre Vigier. Das geht schneller auf der anderen Seite, da wird präziser gespielt. Immer wieder Travis Roach, der die Scheibe im Drittel halten kann. Die Kanadier haben versucht, von dieser Überzahlsituation zu profitieren. Roach, ein sehr begnadeter Spieler fürs Powerplay. Er kann von der blauen Linie aus das Spiel steuern, wie er es gerade eben gemacht hat. Sehr schön sein Zuspiel und auch, wie Vigier gleich versucht hat, direkt abzuschließen. So entstehen die gefährlichen Situationen für den gegnerischen Goalie. Strafe vorbei, Mannheim komplett, gleich mit dem Gegenstoß. Aber auch hier Arendt hat nicht die Fähigkeiten, die Scheibe zu kontrollieren, den Mitspieler zu lancieren. Nicht so schlecht, dieser Schuss von Beardsmore, zwar neben das Tor, aus dem Handgelenk, aber die Position war schon mal gut. Steiner bringt die Scheibe vor das Tor. Arendt und Beardsmore. Und wieder Steiner aus der Drehung. Noch ein Nachschuss. Und jetzt wird es sogar ganz gefährlich. Fürs Tor der Kanadier, die beste Möglichkeit der Adler. 17 Minuten hat es gedauert bis zu dieser Chance. Jetzt waren sie sehr nahe dran an der Führung. Colin Beardsmore, auch er ein Deutsch-Kanadier. Hier war es ganz knapp. Wade Dublowitsch in einer absolut ungünstigen Position da unten auf dem Eis im Spagat. Schöner Seitenwechsel, Tremblay. Von sehr weit hinten hat er es versucht mit einem Schuss, wohl auf einen Abpraller gehofft, aber das war eine Standardparade für Brathwaite. Da sehen wir es noch einmal, die Beweglichkeit des Goalies, gut zu sehen. Und jetzt kommt die Scheibe hoch und da kann er kaum noch reagieren. Tremblay war da, um die Scheibe zu übernehmen und aus der Gefahrenzone zu bringen. Schmidt. Hoher Ellbogen in dieser Aktion, das wird auch bestraft. Und wo blieb diese Scheibe hängen? Der Weitschuss von Corey Urquhart. Und jetzt wird die Strafe ausgesprochen. Curtis McLean, der Mann, der in Finnland spielt bei Lukko Rauma, wo es raus wegen Ellbogenchecks. Dublowitsch. Hier jetzt kommt die Aktion. Achtung, der Ellbogen, der linke Ellbogen ins Gesicht des Gegenspielers. Richtig gesehen von den Schiedsrichtern. Noch ein Powerplay für die Mannschaft aus der deutschen Eishockey-Liga. Möglichkeit. Forbes. Dann gelingt die Befreiung. Pollock. Pollock ist es auch, der die Scheibe in der Zone halten kann. Scalzo. Forbes. King. Der Schuss von Pollock, die Parade von Dublowitsch. Und Dublowitsch braucht einen neuen Stock.
Und hier würde sicher jeder gerne spielen, der heute auf dem Eis ist bei den Toronto Maple Leafs, einem der Traditionsvereine in der National Hockey League. Aber der Weg dieser Kanadier hat nach Europa geführt. Sekunden noch die Überzahl-Situation für die Adler aus Mannheim. Die letzte Minute läuft im ersten Drittel. 0:0 steht es immer noch. Die Adler bisher sicher zufrieden mit diesem Ergebnis. Die Kanadier nicht mit der gleichen Wucht, der gleichen Intensität wie gestern Abend. Das ist auch nicht möglich. Das durfte man auch nicht erwarten. Zumindest im ersten Drittel nicht. Trépanier, gut geblockt dieser Schuss, aber die Scheibe kommt zurück und Metto, das 1:0 für die Adler aus Mannheim, François Metto, ein Kanadier in Diensten der Adler, trifft zum 1:0, 13 Sekunden vor Drittelsende. Metto, die vierte Saison bei Mannheim, gehört zu den Spielen, die dabei waren am Spengler Cup vor zwei Jahren. Acht sind es noch. Er konnte gleich zweimal abschließen. Erster Versuch pariert, zweiter Versuch drin. Drittes Tor im dritten Spiel für die Adler aus Mannheim. Sie nehmen diesen Vorsprung mit in die Pause. Sind ganz bestimmt sehr zufrieden mit ihren ersten 20 Minuten. Auf der anderen Seite gibt es einiges zu notieren. Mannheim ganz klar der Außenseiter in dieser Partie. Sie hatten nur sehr wenige Torgelegenheiten. Eine Chance konnten sie nutzen. Ihre Effizienz war also besser als diejenige der Kanadier. Sie hatten die besseren Möglichkeiten, konnten aber keine davon verwerten. Also, die Adler aus Mannheim führen gegen das Team Kanada nach dem ersten Drittel 1:0. Der Jan Willeter ist zu dem Schluss gekommen, zum Ende nach den ersten 20 Minuten. Und für mich ein bisschen überraschend, dass plötzlich die Adler in Führung liegen. Wie sieht es bei uns? Ja, ganz sicher. Die Kanadier haben etwas mehr Druck aufs Goal können machen, auch nicht so viele Chancen gehabt. So schnell geht es im Eishockey, eine gute Chance. Sie machen sie. Das ist halt spannend in diesem Sport. Und für einen Goalie ist es ja, da müssen wir so immer konzentrieren. Was ist das Spezielle? Oder man darf keine Sekunden anlassen. Man muss einfach dann parat sein, wenn man gefordert wird. Also, wie macht man denn das, wenn man nicht gefordert ist? Also in dem Moment, wo das Spiel auf der anderen Seite ist? Da ist ja jeder Goalie ein bisschen unterschiedlich. Also, die einen tun sich extrem fokussieren während 60 Minuten oder probieren es zumindest. Und andere, die denken vielleicht etwas anderes denken, kurz. Aber nur, wenn es natürlich zulässt. Wie macht es der Rüger? Ich probiere, also ich sehe ja mal, ich schaue mal die Zuschauer rauf. Und, ja. Also ich mich erinnere, der Marco Bühr hat hier mal erzählt, er singe ab und zu ein Lied. Eben, das ist jeder ist da anders. Und, aber ich tue mich dann, weil man kann nicht 60 Minuten rein fokussiert sein, sondern man muss sich irgendwie ablenken, damit man nachher wieder den ganzen Fokus wieder auf und da gibt es so Ritual, zum Beispiel der Tino Gerber macht immer genau den gleichen Kehr ab Bande und wieder zurück, wie ein Eisbär in einem Zoo. Ich glaube, das hat jeder so, seine kleinen Ritual, auch die Spieler haben das, wo einfach halt dazugehört, dass man sich gut wohlfühlt und es geht mehr um das. Wie war das bei Ihnen damals? Also das mit Singen hätte ich vielleicht auch mal probieren müssen. Ich habe nie gesungen während dem Spielen. Ja, vielleicht hilft es, wenn man nicht kann. Absolut. Da sind Spieler. Wahrscheinlich. Definitiv. Ich war auch einer der, wo man versucht, 60 Sekunden, 60 Minuten aufs Spiel zu konzentrieren. Es war durch das sehr anstrengend für mich. Ich war wirklich kaputt nach einem Match. Nicht unbedingt wegen dem Körperlichen, auch wegen dem
psychische, ja, mentale. Auf jeden Fall. Es ist eigentlich, man hat schon immer versucht, auch loszulassen und einfach gesagt, wenn sie über die Rolle kommen, muss man bereit sein. Das gibt schon so gewisse Sachen, die man sich daran heben muss. Es ist noch interessant, wie man die Konzentration aufrechterhalten muss in diesen 60 Minuten. In den ersten 20 Minuten ist das der Goal ist fast immer gelungen. Ausser einmal hat einer müssen hinter sich greifen. Das Goal wollen wir gerade anschauen. Aus der Sicht des Goalies Ronny Rüger. Ja, der Pass kommt, wird ab, also der Schuss wird abgeblockt, geht glücklich zum zweiten Mannheimer und dann der erste Schuss und dann muss er sich verschieben. Dann macht er ganz kurz Bein auf und dann geht er zwischendrin. Also da sieht man, der Schuss wird geblockt, dann kommt wieder glücklich zu ihm und geht glücklich dann zum zweiten, der hat den ersten Schuss und der zweite geht inzwischen bei. Wie macht das jetzt der Spieler Reto Pavoni? Spielt er einfach den Abpraller auf gerade wohl Richtung Goal oder gezielt weiss er, der Goalie verschiebt, durch das hat es eine kleine Lücke? Also der Spieler weiss ganz genau, der Goalie muss verschieben. Das ist die einzige Chance, die er hat, zwischen beiden vielleicht noch hoch bringen. Aber das macht er schon bewusst so. Und das Wichtige ist, er geht auf die zweite Scheibe, ganz klar. Und eben das Verschieben, das sagt man jetzt als Laie, meine Güte, das sind vielleicht 30, 40 cm, die er verschieben muss, die er zu machen muss. Aber es sind bei der Schnelligkeit des Spiels halt riesige Distanzen. Oder wie kann man das so beschreiben? Ja, es sind schon grosse Distanzen, aber das ist der Goalie, wo der Goalie muss einfach üben, dass er noch schneller wird. Und das ist ein kleiner Moment, hat er zu weit offen und darum geht es rein. Das sind die entscheidenden Momente. Und das Verschieben, hat das in erster Linie mit Explosivität in den Beinen zu tun? Mit Technik oder mit was? Mit beiden, mit Technik, mit Routine, mit Üben. Also es ist alles ein bisschen zusammen. Das macht das Goalie so spannend. Wie gross ist eigentlich der Anteil vom Spekulieren bei solchen Sachen? Bei dieser Szene sicher nicht, aber manchmal spekuliert man natürlich schon ein bisschen. Aber jetzt in dieser Szene ist es wichtig, dass man sich den ganzen Körper hinter den Böck bringt. Und das hat er probiert, aber er halt musste auf Kosten von dem kurz das Bein aufmachen. Die Kanadier waren eigentlich in diesen 20 Minuten die bessere Mannschaft, haben auch die besseren Chancen gehabt. In der Anfangsphase eigentlich nur Kanadier offensiv, da haben wir die Chance mit Travis Roach. Und was mir auffällt beim Braithwaite, das habt ihr vorher euch gesagt, der spielt ein bisschen einen anderen Stil als alle anderen Goalies. Was ist das Spezielle? Ja, wir können über Kollegen reden, oder? Ja, er ist ein spezieller Goalie. Er ist nicht so ein typischer Goalie, der saubere Bewegungen macht. Er ist mehr explosiv. Er liest, versucht das Spiel zu lesen. Er zappelt viel im Goal umeinander. Das ist ein bisschen der Unterschied zu den heutigen Goalie, die Butterfly spielen, die sehr, sehr schauen, dass die Positionen richtig fahren. Das ist der grösste Unterschied. Auf die Sachen mit der Technik der Goalies will ich nachher noch mal sprechen. Zuerst will ich allerdings wissen, was der Travis Roach, der Mann, der die Chance hatte für den Kanadier, zu diesen ersten 20 Minuten zu sagen hat. Travis Roach, your team was working good defensively, and then this late goal against Canada. What went wrong? I think, you know, obviously we can't be taking penalties. We know their power play is moving the puck around pretty good. So, you know, they got a lucky break up at the point and then a couple whacks out at the net. So we got to do a better job clearing the front of the net. You have been involved in many offensive scenes. What made it so hard to score against them? You wonder what? They really collapse well, and you know, we're trying to be a little too fancy right now instead of just getting pucks to the net and going to the net like they did to get their power play goal. So hopefully next period, if we get some power plays, we'll be able to bury them. How is it with your energy level? You had just a short break since yesterday. Yeah, it's not too bad. You know, we're used to these if we play Saturday, Sunday during the regular season, so it hasn't been too bad. You know, we're just going to keep going. We're rolling, guys, so hopefully we won't get too tired. Thank you. Thank you. We're rolling guys. Also, es geht. Er vergleicht die Situation wie Meisterschaft, wenn man Samstag, Sonntag spielt. Und er hat immer wieder gesagt, ja, wir lassen den Böck Güdler laufen, sind eigentlich die bessere Mannschaft. Das kehrt man da raus. Und man nimmt es so zur Kenntnis, dass die anderen ein Goal gemacht haben. Aber keine Sekunde hat man das Gefühl, dass der zweifelt, dass die Partie gewinnt. Ja, das darf man auch nicht bei sich. Ja. Im Stand von 1-0. Also, ich glaube, da ist noch alles drin. Und vor allem so, wie der Spielverlauf ist, liegt alles noch in der Hand der Kanadier. Also, sie müssen einfach Goal schiessen und weiter ihr Spiel spielen, dann kommen sie weiter zu Chancen und die Chancen halt nützen. Aber das sagst du einfach, keep going, immer Druck machen, Pressure und genau spielen, Powerplays provozieren. Es ist ja ein einfaches Hockey eigentlich, was spielend und trotzdem ist es schwer gegen Kanadier zu spielen. Ist ja noch interessant. Das ist ja so. Es ist einfach schwer, weil sie geben nie auf, sie stecken nie auf und was einfach sehr extrem ist, sie suchen immer den Weg aufs Goal. In diesem Drittel nicht. Mannheim steht sehr diszipliniert defensiv. Sie lassen es eigentlich Kanadier spielen, versuchen das Lotte zu decken. Das machen sie sehr gut.
Aber es ist wirklich schwierig gegen Kanadier, weil die stecken wirklich nicht auf. Und jetzt sehen wir aber noch mal zurück zu dem Thema Technik bei den Goalies. Und da haben wir ein wunderschönes Beispiel zum Braithwaite, wie der spielt. Und da ist er konzentriert hin und her und was ist denn, da kommt man ab und zu noch unter Trainer, das gehört auch dazu. Was ist denn Technik? Ein Laie sieht sofort, ah, der ist gut am Böck mit einem Feldspieler, aber was macht die gute Technik bei einem Goalie aus? Dass man so viel Netz abdeckt wie möglich vom Goal. Also, dass man dem Spieler schwierig macht, dass er einfach nur noch kleine Löcher sieht und nicht irgendein halb leeren Goal. Und das macht man besser, wenn man sich nicht zu viel bewegt, oder wie? Nein, wenn man sich gut verschiebt und eben immer in der richtigen Position ist. Dann gibt es eigentlich auch selten die spektakulären Saves. Sondern, er macht jetzt viel mit Spiel lesen und muss natürlich auch mit der Größe muss er ein bisschen mehr sich bewegen. Und er macht das tipptopp, er macht es sehr gut. Also, aber das ist eben so speziell bei gewissen Goalies, wie zum Beispiel beim Hašek, wo man auch gesagt hat, er hat eigentlich gar keinen Stil, aber er hebt sie gleich und das macht es eigentlich aus. Wie hat sich denn das verändert? Aber vor 20 Jahren, als ihr in den Spitzenhockey reingekommen seid, ist das noch ein völlig anderer Job gewesen? Total enorm, wie sich das verändert hat die letzten 20 Jahre. Also, auch die Schritte, die ich immer musste ändern, wieder neu lernen, es ist unglaublich. Auch die ganze Ausbildung, die ist, es ist ganz ein anderer Sport. Hast du nie Angst gehabt, dass man allenfalls den Anschluss verlieren könnte? Angst nicht, nein, es war immer eine Herausforderung. Darum konnte ich vielleicht auch so lange spielen, weil ich eigentlich immer wieder etwas Neues gelernt habe, weiterentwickelt habe. Es geht immer weiter, das Material ist ganz anders geworden. Ja, es ist wirklich ein riesen Weg gegangen, das Goalie-Sein. Ein Bild habe ich noch, das ich unbedingt heute will, diskutieren mit den beiden Goalies. Und zwar das kurz vor Schluss, wo der Adler zum ersten Mal eine Chance hatte. Und da blicken wir auf den Goalie von den Kanadier. Also da kommt jetzt auch wieder. Irgendwann ist er im Spagat und kommt dann immer raus. Wenn du mal da in der Position bist, Ronny Röger, dann kannst du nichts mehr machen, oder? Da ist man verloren. Also, man hat einfach probiert, unten noch zuzumachen, dass der Spieler den Puck lupfen muss. Und da sieht man, er kommt, probiert sich noch irgendwie über zu drängen, aber es geht dann halt eben nicht. Und der Verteidiger hilft ihm, dann nimmt ihn den Puck weg. Also Spagat ist Pflichtprogramm für jeden Goalie, he? Definitiv bringen nicht. Der noch? Nicht. Ich habe gar nicht angebracht, dass wenn ich so eine Bewegung hätte müssen machen, hätte es mir gleich müssen rausfahren. Nur mit den Beinen so. Also ja, also es sind unglaublich Bewegung die heutigen Goalie. Also dazu auch noch Kraft, die sie haben. Das ist also, sind wirklich riesen Athleten die meisten. Und beim Ronny Röger der Spagat? Ich kann ihn auch nicht ganz. Nein. Ja, Gottfried Stutz. Für mich geht eine Illusion kaputt. Ja, darum spielen wir nicht in der NHL. Das gibt es ja gar nicht. Apropos Spagat, geben wir zum Jan Bileter. Jan, wieso? Kannst du apropos Spagat, kann ich gerade sagen, was hat jetzt mit dem Spagat zu tun? Ich kann also auch nicht. Kannst du auch nicht? Nein. Zum Glück nicht. Ich bin eigentlich noch froh, kann ich den Spagat nicht. Sag mal schnell, ist ja interessant mit den beiden Goalies über das zu reden. Welcher ist für dich bis jetzt der beste Goalie am Turnier? Schwierige Frage. Es hat so viele Gute, ich kann mich irgendwie fast nicht entscheiden. Also dem Braithwaite schaue ich noch gerne zu, weil er halt eben ein anderes Spiel spielt als alle anderen. Es sieht auch spektakulär aus. Auch im Mensator von Carlo Vivari schaue ich manchmal gerne zu, wenn er mit den Beinen abwehrt, wie schnell er rauf und runter geht. Da hat man manchmal das Gefühl, er hat irgendwo eine Feder eingebaut. Aber einer, der enorme Ruhe ausstrahlt, ist der Mesin, der weißrussische Nazi-Goalie. Das ist sicher auch eine gute Nummer. Aber auch der Junge, der Leonardo Cenoni, finde ich super. Also, ich kann mich nicht für einen entscheiden. Ich würde mich wundern, was das Goalie würde picken, wenn sie jetzt für eine Mannschaft einen verpflichten müsste. Ja, es kommt ein bisschen davon. Also, man sieht, der Messin wirklich hat eine riesen Erfahrung. Das strahlt er auch aus. Unglaublich viel von Weltmeisterschaft gespielt. Er macht wirklich einen Eindruck. Aber mir gefällt natürlich der Vosen-Goalie Bedi. Auch der Reto Bero hat einen sehr guten Job gemacht. Es ist schwierig zu sagen. Es kommt einfach darauf an, welcher Mannschaft du spielst. Zu sagen ist, sind alles wirklich sehr gute Goalie. Ich habe noch nicht grosse Fehler gesehen von den Goalies. Sie machen eigentlich ihren Job gut. Ja, man kann sich, es ist schwierig, Jan. Es ist schwierig, sich für einen zu entscheiden. Oder? Aber das macht es auch spannend, wenn man einen müsste nehmen. Das ist ja, inwiefern spielt auch der Stil des Goalie und der Mannschaft eine Rolle? Oder dass die aufeinander abgestimmt sind? Fragst du mich? Ja, selbstverständlich. Also, ja, es spielt absolut eine Rolle. Oder? Also, es gibt ja Goalie, die genau mit ihren Vorderleuten abmachen, in welche Richtung dass sie die Böcken abprallen lassen. Wir sagen ja manchmal in unserer Übertragung, oh, ein Abpraller gegen Führer, nicht so gut vom Goalie. Aber vielleicht ist ja das genau mit dem Verteidiger so besprochen, weil die müssen ja dann können reagieren auf die Abpraller. Und es ist ja gut, wenn sie wissen, wo das er angeht. Wobei bin mir aber nicht so sicher, kann der Goalie wirklich genau den Abpraller so steuern, dass er dem Verteidiger kann sagen, wo er angeht.
Ronny Rüger? Wir können uns einmal schon, aber nicht immer. Also manchmal hat man wirklich, vor allem bei verdeckten Schüssen, dann sieht man natürlich nicht den Schuss zuerst mal nicht kommen und dann probiert man einfach irgendwie den zu blockieren und dann muss man einen Abpraller in Kauf nehmen. Und auch das Schicksal ist natürlich schon, über den Goalie redest du in den meisten Fällen, wenn er nicht so gut aussieht. Also bei einem Stürmer ist das anders. Da redet man immer über Goal und über den Jubel und über all das Mögliche. Und ihr habt halt keinen doppelten Boden, oder? Aber wir reden ja darüber, wenn es gut aussieht. Ja, aber wir reden also weniger darüber. Und das ist aber auch spannend am Job. Ihr habt einfach keinen doppelten Boden, oder? Nein, aber darum sind wir Goalie geworden, glaube ich. Also ich glaube, das ist das, die Gratwanderung zwischen Held und Depp. Das ist so ein bisschen... Und man schaut es natürlich immer positiv an. Man will vielleicht mehr zum Spiel beiträgen als ein Spieler. Was mich wundern nimmt, ist noch, wenn man eben mal der Depp ist, was geht hinter der Maske ab? Oder wenn 10'000 in der Halle pfeifen oder jubeln und nachher ist man quasi bei diesen 10'000 allein hinter der Maske? Also mir ist einfach so gegangen, dass ich wieder vorwärts geschaut habe. Du hast gar keine Zeit, um dich zu verstecken. Du musst weiter, du musst vorwärts gehen. Das ist ja eigentlich auch schön, am Goalie sein. Also das, vor allem im Hockey, du kannst extrem schnell dich wieder auszeichnen. Und das ist einfach mein Ziel, meine Ehrgeiz. Über das Material müssen wir auch noch schnell reden. Das haben wir euch angesprochen. Und das ist natürlich auch ein wunderschöner Beleg. Plötzlich hat der Goalie den Stock gewechselt. Müsste er zwingend kaputt sein, dass man ihn wechselt? Nein, es kann sein, dass er nur ein bisschen angebrochen ist oder sich ein bisschen komisch angetönt hat. Weil im Match tut man das nicht riskieren, dass man mit einem Stock, der ein bisschen komisch tönt, dass man mit dem nicht weiterspielt. Also, man tut vielleicht ein bisschen tätscheln auf dem Eis und dann hört man auch, irgendwo tönt er nicht mehr ganz richtig. Und dann tut man ihn lieber wechseln. Das Risiko ist zu gross. Kann es allenfalls heute taktisch sein, dass man der Mannschaft vielleicht noch 10-15 Sekunden will geben will? Definitiv, aber nicht bei diesem Spiel. Ja, klar, nicht nach dem Drittel. Aber zu Genf unten, der Trainer, dort, wo wir Amis hatten, zu Genf. Chris McSorley. Genau. Das ist also, da hätten wir Amis gerufen, ich sehe mal etwas machen, irgendwie Stock wechseln oder das Riemen kaputt, um Zeit rauszuschinden, dass die Leute wieder sich erholen können. Also, es gibt schon, ja. Also es gibt allerlei, was man machen kann, damit man Mannschaften verunsichern kann. Und es ist immer wieder spannend, wenn man so Geschichten aus dem Nähkästchen kehrt von den beiden Gästen. Heute sind es der Reto Pavoni und der Ronny Rüger. Jetzt gehen wir zurück auf Davos, zweites Drittel, Mannheim gegen Kanada. Ja, und das Resultat, das ist interessant, sicher auch gut für dieses Spiel. Der Außenseiter liegt in Führung, 1:0. Die Adler aus Mannheim, alle Kanadier jetzt auch zurück auf dem Eis, inklusive Ersatzgoalie David Le Neveu. Und auch die Zuschauer zurück auf ihren Plätzen. Die Sammler unter ihnen, die hier auch Eishockey-Souvenirs mit nach Hause nehmen. Eishockey-Fans aus der ganzen Schweiz und auch aus fast ganz Europa sind hier mit dabei. Und wie immer geht es sehr friedlich zu. Und hier am Spengler Cup keine Ausstreitungen, ein Eishockey-Fest. Letzte Dehnübungen der Kanadier, bevor es dann aufs Eis geht. Die zweite Formation hat noch etwas Zeit. Die ersten Formationen, die ersten Blöcke sind bereit. Und auch der Head-Schiedsrichter, der das zweite Drittel eröffnen wird, Brent Ryan. Aubin, guter Schuss. Hohe Eck gezielt. Das ist etwas, das sich verändert hat natürlich. Guter Ablenker, Trübel trifft. Ein typisch kanadisches Tor. Bringt den Ausgleich fürs Team Kanada. 27 Sekunden hat das gerade einmal gedauert. Brathwaite zum ersten Mal bezwungen. Er konnte nichts machen, hat seinen Job erledigt. Die Schüsse, die er halten musste, hat er gehalten. Hat auch die Scheibe gut gestoppt hinter dem Tor. Dann kommt der Schuss von der blauen Linie von Dupont. Parade, aber dann gegen den Nachschuss von Trüdel hat er keine Chance. Nicht nahe genug beim Gegner gewesen. Und der Ärger ist groß bei den Spielen aus Mannheim. Jean-Guy Trudel, zweites Spiel, zweites Tor. Der Scorer der ZSC Lions. Ja.
Mark Bell hat noch ein Tor mehr auf seinem Konto. Das wird man in Kloten mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Dort hat er noch nicht so überzeugt in der Meisterschaft. Er wäre nicht der erste Spieler, der am Spengler Cup Selbstvertrauen tanken konnte für die Meisterschaft. Auch wenn Energie verloren geht, natürlich mit den vielen intensiven Spielen. Aber es gibt eben auch viele Spieler, die spielen ganz sicher viel lieber, als dass sie trainieren. Und im Moment wird nur trainiert, weil die Meisterschaft unterbrochen worden ist. Tor für Adler. Aaron Spilo. Die Scheibe ging rein und gleich wieder raus. Und darum gehen sich die Schiedsrichter die Szene ansehen. Aber aufgrund des Jubels der Adler war die Scheibe drin. Aaron Spilo wäre der Torschütze. Die In-Tor-Kamera zeigt uns, die Scheibe war drin, deutlich zu sehen. Prallt an die mittlere Verstrebung im Tor und prallt deshalb gleich wieder aus dem Kasten. Brent Driver konnte das Ganze checken. Möchte aber noch eine zweite Zeitlupe sehen. Da ist sie, die In-Tor-Kamera. Das ist ein Vorteil gegenüber der Meisterschaft. Hier gibt es nicht nur die fix montierten Hintertor-Kameras, sondern er hat Zugriff zu allen Kameras. Kann sogar mit dem Regisseur im Übertragungswagen sprechen, sich die einzelnen Szenen zeigen lassen und kann so auch richtig entscheiden. Und wir sehen es auch noch einmal, Scheibe ist drin, prallt dann auf der rechten Seite des Tores wieder heraus. Und hier sieht man, wie die Scheibe an die mittlere Verstrebung prallt, oberhalb der In-Tor-Kamera. Und Aaron Spilo ist der Torschütze. Zwei Tore innerhalb von einer Minute, 16 Sekunden im Mitteldrittel. Mannheim hat die Führung gleich wieder übernommen. Also Unsicherheit bei Dubljević, aber Roach gerät sich hier mit Kink in die Haare. Kink hatte Roach in den eigenen Goalie gestoßen. Und es geht vor allem darum, Präsenz zu markieren, keinen Schritt zurückzuweichen, den Gegner zu zeigen, dass man bereit ist, stark ist, Selbstvertrauen hat. Und für Doug Masons Mannschaft läuft es gut. Im Hintergrund die Fans aus Mannheim, die auch heute wieder für eine gute Stimmung sorgen. Eine ganze Stehplatzkurve ist gefüllt mit schätzungsweise 300 Fans aus Mannheim. Etwa 100 sind die ganze Woche hier. Andere reisen jeweils für die Spiele in die Bündner Berge und dann wieder zurück. Mannheim, eine Eishockey-Stadt. In Europa hat Mannheim am drittmeisten Zuschauer über die ganze Saison gesehen. Leader in dieser Statistik ist der SC Bern. Möglichkeit, der Pass wäre optimal gewesen. Da stand einer völlig frei vor dem Tor, Ronny Arendt. Aber Beardsmore zog es vor, selber zu schießen. McLean. Vigier, aber da war der Verteidiger noch nicht auf der blauen Linie. Tomble. Robinson. Seidenberg. Meto lenkt die Scheibe ab in die gegnerische Zone. Seidenberg versucht sie dort zu gewinnen. Gut, Spilo trifft. Aaron Spilos Doppelschlag, 3:1 Adler Mannheim. 3 Minuten 10 gespielt im Mittelabschnitt. Und das ist dann etwas auch für unsere
Goalies, um diese Szene zu analysieren, wie denn hier der kanadische Goalie bezwungen worden ist. Also, gutes Vorchecking von Seidenberg. Er setzt als Erster nach, Meto als Zweiter und er sieht Spile auf der anderen Seite. Aus spitzem Winkel bezwingt er den kanadischen Goalie über der Schulter. Das sieht aus diesem Winkel wie ein haltbarer Treffer aus, aber das ist ja immer die Frage, wie kann man sich denn da noch größer machen, wenn ein Spieler so genau ins hohe Eck trifft, und die Stürmer, die haben sich daran gewöhnt, dass sie sehr hoch schießen müssen, die Winkel suchen müssen, um die Goalies zu bezwingen, die, wie gesagt, oft im Butterfly-Stil spielen, auf den Knien sehr viel Netz abdecken können. Ich bin gespannt dann auf die Analyse in der Pause von Reto Pavoni und von Ronny Rüecker. Auch hier ein Deutsch-Kanadier, Aaron Spilo, der hier Wade Dublovic bezwungen hat. Schon wieder wird in der Mitte angespielt. Bin gespannt auf die Reaktion der Kanadier. Robitaille zu Daigle. Wieder Alexander Daigle. Guter kurzer Pass, aber auch Brathwaite ist auf seinem Posten. Brandon Brooks hatte die Möglichkeit der Stürmer der SCL Tigers. Wieder Brooks, kommt da durch. Schön der Pass auf den hochstehenden Mark Bell. Dieser verzieht. Mark Bell, der Teamkollege von Ronny Rüegger. Und hier sind sich Dublovic und Jackman nicht ganz einig. Werden hier weiterspielen soll. Und die Mannheimer können nicht davon profitieren. Aber hat das lichterloh gebrannt im Torraum von Dublovic. Kelso. Das gibt Auftrieb, sofort zu spüren, dass eine ganz andere Intensität nun im Spiel drin ist, der Adler aus Mannheim. Es scheint, als glauben sie jetzt erst richtig an ihre Chance hier, die favorisierten Kanadier nicht bloß einfach ärgern zu können, sondern auch schlagen zu können. McLean. Pollock. Birdsmore lanciert Daniel Steiner, aber ein Icing. Die Scheibe wurde hinter der roten Linie abgegeben und dann nicht mehr berührt. Und hier noch einmal Missverständnis, Jackman, Dublowitz, in welche Richtung soll es gehen? Dann schien die Situation unter Kontrolle, aber Jackman, der hat sich da so viel Zeit gelassen, so viel Zeit hat man doch gar nicht. Seelenruhig wollte er hier den Spielaufbau lancieren. Und ohne Torhüterstock musste Dublovic agieren und hier das vierte Tor der Adler verhindern. Da ist Jackman. Birdsmore muss weg vom Bulli. Linienrichter war nicht zufrieden, wie er sich hingestellt hat. King kommt gegen Aubin. Aubin gewinnt das Bulli. Robinson sorgt für klare Sicht. Nächstes Bulli in der Zone der Adler. Skelzo. Pollock. Nice.
Ja, die Fans aus Mannheim feiern hier ihre Mannschaft. Mannheim, ein Traditionsverein in Deutschland. Es gibt 41 Fanclubs der Adler aus Mannheim mit 1100 Mitgliedern. In ganz Südwestdeutschland sind diese Fans verteilt. Und die Mannheimer Fans haben eine Rivalität zum Team aus Frankfurt. Diese Spiele in der DEL sind jeweils besonders brisant. Aber auch immer viele Fans der Kanadier mit dabei. Das könnten aber auch Verwandte sein. Der Spieler, 140 Leute sind ja hier einquartiert, die zum Team Kanada gehören. Neben dem Team sind es Familienmitglieder und Freunde, die hier die Weihnachtsferien in Davos verbringen. Das hat für die Kanadier Tradition. Auch immer mehr andere Teams sind mit Kind und Kegel hier in den Bündner Bergen. Da sehen wir die kanadischen Familien. Schauen Sie mal, wie viele Kinder das auch sitzen. Da geht es jeweils hoch zu und her am Abend im Speisesaal des Hotels. Und es ist keiner zu klein, um ein kanadischer Fan zu sein und dann auch im Stadion mit dem Papi mitzufiebern. Und die Kanadier, die sind gefordert. 2 Tore Rückstand. McLean, Willett, die Scheibe im Tor drin, aber es ist kein Tor. Das Tor kurz aus der Verankerung geraten. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Jetzt, und da rutscht die Scheibe unten durch. Curtis McLean von Luko Rauma ist der Topscorer dieser finnischen Mannschaft. Seine erste Station in Europa. Roach lanciert das Spiel, der SCB-Verteidiger. Kein Offside, sah auch sehr verdächtig aus. Er hätte besser noch weitergefahren und hätte dann erst den Pass gespielt. Yannick Seitenberg, deutscher Nationalspieler. Petermann fightet um die Scheibe, dann ist sie aber blockiert für den Schiedsrichter, nicht mehr zu sehen, darum wird das Spiel unterbrochen. Das ist Curtis Brown vom IAC Biel, letzte Saison noch in Kloten engagiert, zusammen mit Ronny Rüger. Brown jetzt beim Bulli für die Kanadier. Gegen Papineau. Murphy, der Verteidiger aus Langnau. Mark Bell hätte angespielt werden sollen. Pass aber in den Rücken des Kollegen. Das Timing nicht optimal. Chris Schmidt. Zehn NHL-Spiele für Los Angeles gemacht, Chris Schmidt. Und hier im Bild Jean-Pierre Vigier. Fidel, Aubin und Vigier mit einem Missverständnis.
passt nicht alles optimal zusammen bei den Kanadiern. Es gelingt ihnen nicht, diesen offensiven Druck zu entwickeln wie noch gestern Abend. Ständig für Torgefahr zu sorgen. Und sie bekommen auch nicht mehr diese Kontergelegenheiten wie noch gestern Abend gegen Davos. Diese 2-gegen-1 Situationen, die sie so kaltblütig ausgenutzt haben. Da stehen die Adler wirklich sehr solide. Pollock. King. Noch einmal Jamie Pollock. Guter Pass in die Mitte. Direktschuss von Scalzo. Die beiden Verteidiger, die schon mit dem Team Kanada gespielt haben am Spengler Cup und jetzt beim Gegner engagiert sind. Arendt, gute Idee war es, schnell in die Mitte zu Steiner zu spielen. Die Präzision leider nicht optimal. Hat gespürt, dass Steiner hinten im vollen Lauf fährt. Daniel Steiner, der bemüht ist, etwas zu bewirken. Das zeichnet einen Goalie von heute auch aus. Wenn er den ersten Pass spielen kann, sogar an die offensive blaue Linie. Spielaufbau gelingt nicht, aber ein unglückliches Abspiel von Arendt. Er kann seinen Fehler jedoch gleich wieder korrigieren. Brooks, Fehlpass, Robinson. Strafe gegen die Kanadier angezeigt, gegen Brandon Brooks, der das Fehlzuspiel begangen hat. Pfostenschuss von Petermann. 6 Deutsche gegen 5 Kanadier. Wo ist die Scheibe? Irgendwo im Netz über der Kunstglasscheibe. Jetzt wird das Spiel unterbrochen. Ja, das war eine Riesenmöglichkeit von Felix Petermann. Guter Schuss. Das Ganze in der 30. Minute. Da kommt der Distanzschuss an den Pfosten. Über den Schulter geschossen des kanadischen Goalies. Brandon Brooks setzt draußen. Im Powerplay haben die Deutschen schon einmal getroffen. Es war die Führung kurz vor drittes Ende, aber dieser Fehler könnte bestraft werden. Sie verbarrikadieren aber das Tor zu zweit an Scalzo und Brathwaite. Scalzo kann die Scheibe in der Zone halten. Diesen Konter können die Kanadier nicht mehr spielen, müssen sich auswechseln lassen. Wieder Brathwaite mit dem langen Pass. Lanciert das Spiel nach vorne und Spilo bleibt da hängen am Schoner von Dublevic. Die Schwie verpasst die Scheibe. Pollock kann sie zurück in die Zone spielen. Sehr gut gespielt und Tor! Das war ein sensationelles Tor. Wer hätte mit diesem Pass gerechnet? Keiner der Kanadier. Jeder dachte, er spielt der Bande entlang und dann riskiert er den Diagonalpass zu Spilo und die Belohnung dafür ist das 4:1 in der 30. Minute. Schauen Sie sich das an. Jamie Pollock, wirklich frech, wie er diesen Pass gespielt hat und er hängt die Scheibe wieder unter das Dach. Aaron Spilo bezwingt Dublevic zum zweiten Mal über der linken Schulter und da klatschen sie ab. 4:1. Das ist eine echte Überraschung, was hier passiert in diesem Spiel. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass die Adler, die bisher offensiv so enttäuscht haben, gegen das Team Kanada 4 Tore erzielen können. Ich hätte mir vorstellen können, dass es ihnen gelingt, die Partie lange ausgeglichen zu halten, dass sie Tore kassieren, die 1, die überrascht mich weniger, aber die 4, die ist doch sehr überraschend auf der Anzeigetafel.
Das wird immer interessanter. Der Druck auf die Kanadier immer grösser. Noch einmal, Pollock, fantastisches Zuspiel zu Spilo. Hochriskant natürlich der Pass, wenn der abgefangen wird. Dann läuft ein Kanadier alleine. Wie sicher war er sich wohl, dass dieser Pass wirklich ankommt? Daigle. Forbes. Und 2-gegen-2 Situation. Der Schuss von King. Und Platz auf der Gegenseite. Schön gespielt, das kennen wir von gestern Abend. Aber Daigle trifft das Tor nicht. Von Siklenka ist er angespielt worden. Vom Verteidiger aus Salzburg. Der Mann spielt die Scheibe in die Zone des Gegners. King setzt nach, erobert sich den Puck. Scheibe zirkuliert der Bande entlang, aber da lag ein Stock auf dem Eis, bremste die Scheibe ab und die Kanadier. Gute Möglichkeit vielleicht. Ah, Vigier hätte früher angespielt werden sollen von Trudel, aber die Scheibe bleibt in der Zone drin. Roach, Missverständnis, spielt die Scheibe aus der Zone hinaus. Trudel. Brown setzt nach. McLean. Spilo. Aber auch dieser Pass wird abgefangen. Das ist ein langer, harter Einsatz fürs Team in der Defensive. Die Kräfte schwinden, die Kanadier kombinieren. Spilo muss jetzt unbedingt befreien. Was macht denn der? Warum wartet er so lange? Die Scheibe bleibt noch einmal in der Zone drin. Brathwaite macht darum das einzig Richtige. Er blockiert die Scheibe, damit sich die Kollegen auswechseln lassen können. Etwas übermütig war er da, Aaron Spilo. Statt die Scheibe einfach aus der Zone zu knallen, wollte er da einen Gegenstoß lancieren, ist hängen geblieben. Aber das wirklich auch der einzige Kritikpunkt, denn er hat zwei sehr schöne Tore erzielt. Steiner, Pass abgefangen. McLean, Curtis McLean. Nicky Dupont, der Verteidiger ganz vorne. Mit dem Rückpass vors Tor. Und daraus können solche Situationen entstehen. Wo ist denn der Mann, der absichern soll? Daniel Steiner trifft für die Adler aus Mannheim. 5:1. Das war keine feine Leistung von Dubljevic. Er wird wohl ausgewechselt werden, wenn ich da auf die Bank der Kanadier blicke. Da tut sich was und er geht schon raus. Dubljevic draußen, David Leneveu ist gekommen. Daniel Steiner trägt sich ein im Scoreboard. Das 5:1. Mannheimer spielen sich in einen Rausch. Und die Kanadier sind im Moment nicht in der Lage zu reagieren, hier das Heft wieder in die Hand zu nehmen.
fürs Turnier ist das natürlich hochinteressant. Und es gibt eine Strafe gegen Sean Hines. Er zeigt im Moment wieder eher sein böses Gesicht, lässt die Aktion nicht unkommentiert. Und Wade Dubljovic frustriert draußen, wurde vom Chef ausgewechselt, von Greg McTavish. Aber dieser musste ja reagieren und ein Zeichen setzen. Und Sean Hines weiß auch, dass diesem kanadischen Team irgendwie neues Leben eingehaucht werden muss. Egal wie, irgendetwas müssen die Kanadier machen. Ein erster Impuls sicher, der Goaliewechsel. Aber jetzt die Kanadier wieder in Unterzahl. Pollock verliert die Scheibe. Trotz dieses Fehlers kann man sagen, es ist wirklich sichtbar, wie die Adler hier Selbstvertrauen getankt haben während dieser Partie. Plötzlich gelingen Dinge, die zuvor nicht möglich waren für dieses Team. Sie sind ja auch verunsichert aus der Meisterschaft gewonnen, haben dort 5 Spiele in Folge verloren, die letzten 5 Spiele vor dem Spengler Cup. Und jetzt gibt es diese Moralspritze. 5 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels führt man ein 5-2. Spielt im Powerplay, muss sich jetzt aber zurückorientieren. Möglichkeit in Unterzahl, allerdings ein Distanzschuss, der von Brathwaite pariert werden konnte, aber weil das Tor verschoben worden ist, musste die Partie unterbrochen werden. Hier rutscht der Kanadier in Brathwaite. Curtis Brown war es und das Tor muss wieder befestigt werden. Ja, das Loch sieht ziemlich groß aus und darum muss wohl der Eismeister hier kurz einen Einsatz leisten, um das beheben zu können. Noch einmal das Tor von Daniel Steiner. Ich weiß nicht, wohin er gezielt hat. Er hat irgendwie einfach aufs Tor geschossen und die Scheibe, die ging rein. Aber am Ursprung stand auch ein schlechtes Stellungsspiel der Kanadier. Da waren zu viele in der Offensivzone. Niemand hat hinten abgesichert und dadurch ist es zu diesem Gegenstoß gekommen. Der Goalie hat sich eigentlich ganz auf den Pass konzentriert. Ah, Entschuldigung, nicht der Goalie, der Verteidiger natürlich hat den scheibenführenden Mann dem Goalie überlassen und hat die Passlinie abgedeckt. Von daher war eigentlich schon früh klar, dass es zu einem Schuss kommen würde. Der Spieler, der mitgelaufen ist, der war praktisch abgedeckt. Pulli in der Zone von Mannheim. Mannheim mit einem Mann mehr auf dem Eis. Noch für 50 Sekunden. Trepanier. Dupont gelingt es zu befreien und die Zeit verstreicht. Noch keine wirkliche Gefahr in dieser Überzahlsituation, ausgehend von den Mannheimern. Jetzt vielleicht Trepanier, aber in der Mitte steht keiner mehr, denn ein Verteidigerkollege hat gleich nach hinten abgesichert. Ist klar, sie müssen kein unnötiges Risiko mehr eingehen. Die Deutschen besser einmal zu früh zurücklaufen, als in einen Konter zu geraten. Eins ist zurück, Sie haben es gesehen. 4 Minuten noch im zweiten Drittel. Steiner. Legt sich die Scheibe vor, setzt nach, macht den Check fertig. Jackman. Wieder ein Verteidiger, der vorne mit dabei ist. In diesem Fall wird hinten abgesichert. 2 Leute hinten, jetzt wird wieder gewechselt, alle wieder auf Positionen.
McLean. Brown. Murphy. Noch einmal Murphy, der Verteidiger, der da vorne auch mitmischt. Positionen werden gut gewechselt. Travis Roach. Keine Strafe angezeigt. Immer noch Roach. Schön, wie er verzögert und jetzt abschließt. Aber da war noch einer, der sich in die Schusslinie gelegt hat. Aber es wird immer heikler fürs Tor der Deutschen. Der Druck immer größer. Die Schlinge zieht sich zu. Robitaille. Roach kämpft sich richtig gegen vors Tor und wird da weggeschubst. Reagiert jedoch nicht, weil er weiß, es wird eine Strafe geben gegen die Deutschen. Jetzt bloß nicht zurückschlagen und auch noch auf die Strafbank wandern. Und die beiden Headschiedsrichter besprechen sich, wer denn jetzt rausholt. Da kommt Travis Roach fährt vors Tor ins Getümmel. Aber die Kanadier bekommen trotzdem auch eine Strafe. Travis Roach ist etwas zu ungestüm vorgegangen. Je einer muss raus. Colin Beardsmore wegen Behinderung bei Mannheim. Und Travis Roach. 4 gegen 4 wird jetzt also gespielt werden. 3,5 Minuten. Nicht mehr ganz. 3,5 Minuten. 2,5 Minuten. Bulli in der Zone von Mannheim. Aubin gegen Forbes. Aubin gewinnt das Bulli. Heinz, Tor! Bulli, Tor! Aubin, klarer Sieger beim Bulli. Jackman nimmt die Scheibe schön aus der Luft ab, spielt den idealen Pass für Sean Heinz. Dieser kann direkt abziehen. Und die Kanadier verkürzen 2:5. Sean Heinz, der Torschütze. Brathwaite zum zweiten Mal bezwungen. 4 gegen 4 weiterhin auf dem Eis. In der Mitte Scalzo. Einen Moment freigestanden. King kontrolliert die Scheibe. Wird gelegt und wieder muss ein Kanadier raus. Aubin, der Mann, der zuvor das Bulli so klar gewonnen hat, von Fribourg-Gottéron, der Teamkollege in der Schweizer Meisterschaft von Sean Heinz wegen Crosscheck. Nicht so dramatisch aus in der Zeitlupe, aber war natürlich sehr effektiv, dieser Stoß gegen den Gegner. King ist dadurch gestürzt und darum ist es korrekt, dass oben neben Travis Roach auf der Strafbank Platz genommen hat. 4 gegen 3, sehr viel freies Eis jetzt. Nicht bloß ein Befreiungsschlag. Die Kanadier versuchen da die Scheibe noch nach vorne zu tragen. Tremblay war's. Und Trépanier. Bleibt jedoch an der 1 hängen. Aber oben kann Pollock dicht machen. Aber die Scheibe auch nicht sehr lange in der Zone halten. McLean hat gut nachgesetzt. Wieder verlässt die Scheibe die Zone. Alle müssen raus und in der Mittelzone neuen Schwung holen. Das Spiel neu ankurbeln. Ja, gegen 3 Kanadier sollte es eigentlich möglich sein, hier in die Zone zu kommen. Da ist genügend Platz vorhanden, wenn man das clever spielt. Und jetzt steht also diese Formation. Pollock faktelt nicht lange mit dem Schuss, aber der Schuss wird geblockt von Brad McLean. Pollock, jetzt muss einer mit Speed angespielt werden, der die Scheibe in die Zone tragen kann. Robinson macht das, gute Drehung. Spilo. Meto. So, nun haben sie die Kontrolle. Gut gespielt und Direktschuss von Spilo. Überraschender Pass von Meto.
Wieder Spylo, von dort hat er schon zweimal getroffen. Warum nicht ein drittes Mal? Noch nicht ganz von so weit raus, natürlich. Aber aus diesem Winkel. Robinson. Und Travis Roach kommt zurück von der Strafbank. Und scheitert an Fred Brathwaite. Es ist was los hier im zweiten Drittel im Eisstadion in Davos. Top-Chance für Roach zum 3:5. Und ein ganz wichtiger Save, eine ganz wichtige Parade von Fred Brathwaite. Auch er will sich die Zeitlupe nochmals ansehen. Was hätte er besser machen können? Da hier ist das Videostudium. Uiuiui. Am Stock bleibt der Puck hängen. Zielte zwischen die Schoner von Brathwaite. Und Brathwaite hat natürlich Spaß an diesem Spiel. Die Ausgangslage für die Adler. Optimal dann fürs letzte Drittel. Die Strafen vorbei, da haben sie nicht viel daraus gemacht. Beide Teams komplett für die letzten 10 Sekunden im zweiten Drittel. Mannheim nochmals im Angriff. Hedlund bleibt aber auch hängen mit seinem Slapshot. Und das war's vom zweiten Drittel. Und wer hätte das gedacht? 5:2 führen die Adler aus Mannheim gegen die hochfavorisierten Kanadier mit dem Ahornblatt auf der Brust. Das ist doch ein gutes Versprechen dann für die letzten 20 Minuten. Mann des Spiels bisher dieser Herr hier mit der Nummer 18, Aaron Nittel Spylo. Zweimal hat er den gegnerischen Goalie bezwungen und das wird sicher auch genügend Stoff geben für unsere Runde im Studio, um das Ganze analysieren zu können. 6 Goal in dem zweiten Drittel. Kanadier sind ziemlich ins Hintertreffen geraten. Was ist mit denen los plötzlich? Toni Rüger. Schwierig zu sagen. Sie stehen ein bisschen zu viel rum. Mannheim hat natürlich das Momentum jetzt auf ihrer Seite und haben es gut ausgenutzt mit ein paar guten Torchancen. Spielen die Deutschen Hockey? Ihr habt ja 2 Jahre in Krefeld gespielt und euch nicht zuletzt mit denen zu tun gehabt. Deutsches Hockey, gibt es das überhaupt im Vereinshockey? Nein, man kann es nicht ganz so sagen. Nein, ich glaube, es ist einfach aus der Situation entstanden. Sie haben eigentlich praktisch jede Chance war ein Goal gewesen. Und das ist ein bisschen, man hat gemerkt, das Tempo ist oben runtergekommen von Kanadier. Die anderen haben Goal geschossen, eigentlich aus dem Nichts raus. Und dann ist es einfach sehr schwierig, dann ins Spiel zurückzukommen. Ja, aber eben die spielen dort praktisch kanadisch, oder? Die Mannheimer? Auf jeden Fall, ja. Sie versuchen, man hat es gesehen, aufs Goal, schieben muss aufs Goal. Sie suchen den Mann vor dem Goal und dann einfach schieben muss aufs Goal. Das, was wir in einem Interview gehört haben, vorher, wo der Kanadier gesagt hat, hey, jetzt müssen wir weiter Druck machen, viel mehr laufen und noch mehr provozieren, das ist noch nicht gelungen. Hat das vielleicht auch etwas mit der Kraft zu tun? Ja, ich glaube es nicht ganz. Sie haben sehr stark angefangen. Genau das, was der Roach eigentlich in der Pause gesagt hat. Schieben aufs Goal bringen. Am Anfang aufs Goal, 1-1, Ausgleich. Sie sind eigentlich gut gestartet und nachher hat es wieder gekehrt. 3-mal der gleiche Spiel, ein Goal geschossen. Das sind einfach die Momentum, die es braucht im Hockey. Mann hat es ausgenutzt. Und eben der Mann, der 3 Goal gemacht hat, das ist ein interessanter Kerl. Aber da wollen wir die Goal schnell anschauen. Das ist das 2-1 in der 22. Minute gewesen. Hat man den ersten Eindruck, das Gefühl kann er haben? Ja, aber er sieht ihn nicht. Die zwei Spieler vor ihm nehmen ihm die Sicht und er geht noch zwischen dem Arm, glaube ich, durch. Zwischen dem Arm. Aber das meine ich, das sehe ich schon, aber dass er da die Lücke hat. Ja, es ist, ja, das ist eben die kleinen Lücken, die wir vorher angesprochen haben. Die dürfen nicht sein, die gibt es. Wie gesagt, er sieht die Scheiben eigentlich nicht und dann probiert er einfach etwas. Das Gute ist vom Stürmer, er schießt aufs Goal, das ist Entscheidung. Die Lücke wollte ich noch mal ansprechen. Wie merkt der Goalie, merkt das nicht, dass es da eine Lücke hat, nehme ich an, oder merkt er, wenn er nicht kompakt ist? Ja, also man merkt es schon, man merkt es. Aber es ist ja nur so ein bisschen, wo der Puck wirklich durchmacht. Ja, und weißt du in dem Moment als Goalie, wenn er jetzt kommt, da habe ich ein Loch? Ja, also manchmal weiss man auch, man hat ihn irgendwo noch eingeklemmt und probiert, oder man weiß nicht genau, ob man ihn noch hat, weil man so viel geschützt ist. Also, ob man noch eingeklemmt ist oder nicht. Und dann probiert man halt irgendwie noch, schauen, ob er hinten dran abgekehrt ist. Und das ist immer der Moment, hoffentlich hinter mir in der Brille, links und rechts. Ja. Und so. 2 Minuten später hat Spylo schon wieder getroffen. Der Mann mit Schweizer Vergangenheit, da kommen wir nachher noch drauf zu reden. Kann man zu dem Goal sagen? Super Check war. Das war die entscheidende Szene. Natürlich ein herrlicher Pass. Und dann probiert er es wieder. Er hat selbst schon auf dem Stock
Er schiesst aufs Goal. Goalie sieht bei diesem Goal nicht gut aus, aber das ist die Entscheidung. Der checkt, der zack, checkt und dann, dann kommt der Pass schön ins Slot. Ist ein glücklicher Pass, aber schön, sehr schön gemacht. Gutes aber Goal. Der Pass ist ja wirklich, ja, das was der Jan Billeter auch schon gesagt hat, das ist ein Pass voll quer durch den Slot. Darf der da durch? Sie haben ein gutes Vorchecken gemacht, Mannheimer. Und die Kanadier haben vielleicht gemeint, sie bringen jetzt den Puck via Banden raus. Und ist dann halt ein Mannheimer noch zwischendrin gestanden und hat den Pass gerade sofort gespielt. Und ja, dann hat es halt das Goal. Und wie frustrierend ist das für den Goalie, wenn man merkt, hey, ich komme nicht in das Spiel rein, ich kriege immer so blöde Goal? Mhm. Ja, man muss halt vorwärts schauen und probieren jetzt noch einen mitzuheben. Aber es ist sicher nicht so einfach. Es ist einfacher, wenn man ihn am Anfang ja zwei, drei hebt. Wieder, das hat man nachher gemerkt. So. Hat sich ja den Miesel auswechseln nach, glaube ich, nach dem fünften Goal. Aber zuerst schauen wir noch das vierte an. Wiederum Spylo. Sicher der Mann. Jetzt kommt ein genialer Pass. Ja, jetzt, das ist braucht so unglaublich Selbstvertrauen. Also ich glaube, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich bei Ihnen zusammenschießen und loben. Weil den Pass darfst du eigentlich gar nicht spielen. Ehrlich? Natürlich, ja, wenn einer drin ist. Nein, darfst du nicht spielen. Aber er macht es, finde ich gut. Ist abgelenkt, genial, hat man abgelenkt. Aber er hat Vertrauen, der Stürmer. Aber der Pass ist Wahnsinn. Ja. Also ich glaube nicht, dass er die Absicht hat, da über den anzuspielen. Er hat vielleicht gesehen, dass drei Spieler im Ecke sind und dass wahrscheinlich nur einer müsste vor dem Goal sein. Dass dort vielleicht niemand steht, hat er vielleicht geahnt, aber ich denke, gesehen hat das nicht. Der Jan hat es ja schon während der Live-Übertragung hat er, über diesen Pass ein paar Worte verloren. Meinst du, er hat es absichtlich gemacht? Das glaube ich schon, dass er es absichtlich gemacht hat, weil der normale Weg wäre ja den Banden entlang gewesen. Also hätte er ja schon irgendwie eine Idee gehabt, wo er das probiert hat. Aber ich weiß eben auch, das ist das, was Reto Pavoni gesagt hat, der Trainer, der wird ihn wahrscheinlich zusammenschießen für so einen Pass, weil der ist ja wirklich verboten eigentlich. So riskant, was er macht. Aber es ist ja gut, wenn man einem Spengler geht, kann man so Sachen probieren, wenn es aufgeht, umso besser. Wir müssen über den Spylo reden. Das ist ganz ein interessanter Mann mit Schweizer Vergangenheit. Da habe ich auch gestaunt, als ich das Team vorbereitet habe und Informationen zusammengetragen habe, habe ich gesehen, der Spylo, der habe ich beim HCD gespielt, 17 Match 2006, dann bei den SCL Tigers und dann auch noch bei den Rapperswil-Jona Lakers. Und ich dachte, Spylo, das sagt mir überhaupt nicht. Aaron Nittel, da würde ich mich irgendwie daran erinnern. Und tatsächlich hat er in der Schweizer Meisterschaft Aaron Nittel geheissen. Und er hat aber noch den deutschen Pass. Und dort ist der Name von seiner Mutter drin und der ist Spylo. Und darum spielt er jetzt in Deutschland mit dem Namen Spylo. Aber er selber nennt sich irgendwie Aaron Nittel, so haben wir ihn kennengelernt. Er war ein grosser Spieler, 1,90, 100 Kilo. Aber eben in der Schweizer Meisterschaft nicht Fuss machen. Eigentlich nie war man so ganz zufrieden mit mir. Niemand hätte ihn behalten wollen. Und so ist er nach Deutschland gegangen. Und weil er den deutschen Pass hat, belastet er dort das Ausländerkontingent nicht. Ist ja noch interessant, weil die beiden Herren, die hier sitzen, denn euch? Zwei Pass, wenn man so will. Also der Ronny Röger hat eine schottische Mutter. Ja. Wie würdet ihr heißen, wenn er den Namen von der Mutter hat? McBrier. Ronny McBrier. Ja, also ja. Ja, das steht jetzt. Hat er nie überlegt, für die Engländer Hockey zu spielen? Nein, ich bin Schweizer mehr. Ich bin da aufgewachsen und ja. Ich fühle mich auch als Schweizer und ja. Ich spiele lieber in der A-Gruppe als irgendwo in der B oder C. Oder wo Ronny McBrier. Also wir sagen immer jetzt McBrier. Klingt gut. Pavoni, das ist nicht Englisch, hä? Nein, das ist Italienisch. Ja. Aber wir sind seit dem Zweiten Weltkrieg, sind meine Grossvaterseite her in der Schweiz. Und es war nie ein Thema, dass ich einen zweiten Pass hätte von Italien. Quasi ein Italiener und ein Schott heute hier. Und reden über Eishockey. Ist sehr, sehr genau. Spannend. Und jetzt wollen wir mit dem deutschen Spieler reden, der einen kanadischen Namen hat und in der Schweiz gespielt hat. Bitte schön. Aaron Spylo, tell us, what did you have for breakfast? Yeah, that's good Swiss milk, I think, is what did it. We had a good period and we really stuck to our system. I think the big turning point was the first period when we scored with a minute left to go in the first. That was a huge confidence booster for us. I know the guys are really excited about this. We got a lot of Canadians, a lot of German Canadians, so to get that first goal was really important for us. Is it the extra motivation for your Canadians in your team? You know, to be honest, like there's a lot of hype with the tournament, and the big thing is that we want to prove to ourselves that we can take our team kind of to a next level, and that's what this tournament's about. It's about confidence for us. We came in here wanting to improve at what we've got, and I think we're doing that, and obviously we've got to finish the game and look forward to the future. It's not done yet. What's important for the third period? Well, exactly what we're doing. We've got to keep improving. The first period, I think we did really well. The second period, obviously, we improved on that, and that's what we got to do is continue in the third and look forward from there. Thank you. Thanks a lot. Also, was hat er alles gesagt? Man will jetzt für das dritte Drittel das Gleiche fortsetzen, was man gemacht hat. Im ersten Drittel hat man
gut gespielt. Im zweiten hat man sich gesteigert. Und er hat immer wieder angesprochen, das erste Goal zum Ende vom ersten Drittel ist auch das im Endeffekt das Goal, das das Spiel in die Weiche, in die Richtung geleitet hat, was jetzt ist. So ein Goal kurz vor der Pause gibt sicher noch mal einen Schub. Und man fühlt sich dann gut, wenn man in die Pause reingeht und probiert noch mal aus. Nur ist es gerade anders rausgekommen. Kanadier haben dann kurz auf Abend 2-1 geschossen. Ja. Haben dann noch mal können reagieren. Also von dem her glaube ich, sie glauben an sich, dass Dominaire jetzt übergekommen ist. Und, und was er sagt, es geht Ihnen, klar geht es um Finalqualifikation und auch um den Sieg gegen Kanadier, aber ich glaube ihm das auch, dass man will besser werden will. Also von Spiel zu Spiel in so einem Turnier. Der erste Auftritt war nicht über alle Zweifel erhaben von Mannheim. Und jetzt sind sie wirklich wie in Davos angekommen. Das merkt man schon ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben auch die Saison in Deutschland nicht optimal gespielt, die letzten Match vor der Pause. Und ihr Ziel ist sicher, sich zu steigern. Das haben sie gemacht bis jetzt gemacht. Und sie haben hervorragende Goal geschossen. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. Und wenn es so weitergeht, dann sind sie ja ein echter Kandidat für das Finale vom 31. Und auf die erste Frage von Steffi Buchli, was er heute Morgen zum Frühstück hatte, hat er gesagt, gehört die Schweizer Milch. Also, das kann doch ein Rezept sein für die Spieler in Zukunft, dass man erfolgreich Partien absolvieren kann. Das gilt vielleicht auch für den Dani Steiner. Er weiß nicht, was er hatte, aber vielleicht ist er das Richtige dabei gewesen heute Morgen. Ja, ihm als Schweizer kommt man ihm das Erfolgserlebnis, das ist klar. Auf jeden Fall. 2-1-Situation. Der Goalie weiss nicht genau, soll er nur auf den Spieler gehen, soll er auch noch ein bisschen spekulieren. Und der Steiner sucht dann den Weg aufs Goal. Sehr gutes Goal. Der Weg, den er ja macht, oder mit dem Versuch in Amerika, in Nordamerika Fuß zu fassen. Zuerst in der East Coast Hockey League, jetzt kann er vielleicht in die AHL. Vertrag von Spiel zu Spiel. Das ist schon noch hart, he? Das ist absolut, das ist ein steiniger Weg, den er gewählt hat. Ein steiniger Weg für den Steiner, ja. Genau. Und ja, er probiert es durchzubeissen und ja, kann ihm nur viel Glück wünschen. Wie ist das, wenn man zuerst mal, oder Ronny Röger hat mal in Stockholm gespielt, ihr selber in Deutschland. Wie ist das, wenn man es mal anders spielen als in der Schweiz? Ist das eine komplette Umstellung? Kommt drauf an. Also, es war vielleicht speziell im Umfeld und man hat, für mich war ich der einzige Ausländer in dieser Mannschaft. Also, mit alles nur Schweden. Es war schon ein speziell, aber ich war zu wenig lang dort. Also, ich kann jetzt nicht, und in Deutschland, ja. Da hat man die gleiche Sprache, das ist vielleicht schon mal etwas anderes. Du meinst die englische Sprache? Ja, klar, wir reden ja logisch. Und Russisch und Tschechisch und Finnisch. Es ist nicht viel Deutsch. Ja. Nein, es war wirklich, es ist speziell für mich. Es hat mir gut getan. Eine coole Erfahrung. Sehr, ja. Vor allem auch als Goalie in einer Mannschaft, in einer ausländischen Mannschaft. Es war speziell, hat mir gut getan. Neue Herausforderung und es hat wirklich Spass gemacht. 5:2, das ist das Goal der Hoffnung. Gestern war es schon ähnlich. Wo wir gesagt haben, der zweite Treffer von der Davoser kann vielleicht die Hoffnung noch mal zurückbringen. Schnell gespielt. Schnell gegangen, sehr schnell gespielt. Und der Stürmer geht auf vor das Goal. Ich weiß nicht, ob er ganz leicht vielleicht noch abgelenkt hat. Aber gut gespielt. Der Heinz schiesst sehr gut. Also das weiss man in der Schweiz. Und, aber da kommen zwei Sachen dazu. Zum einen geht es schnell. Und zum anderen, der Goalie muss zuerst zurücklegen, über und nachher auf den Schuss orientiert. Ganz schnell. Ja. Schnelle Sachen, die man da machen muss. Er muss sich verschieben, ein bisschen rausfahren. Und ja, der Schuss war jetzt halt so stark, dass er drin ist. Wie kann er solche Sachen im Training simulieren, wenn es so schnell soll gehen wie da? Kann man das 1:1 simulieren? Ja, das kann man. Und das muss man auch. Das machst du tausendfach. Habe ich das gemacht und das macht man auch heute die Situationen. Auch wenn es nie ganz gleich ist, aber das übst und übst. Und wichtig ist da auch das Bulli wieder. Das ist enorm wichtig. Das kommen jetzt noch mal an, Kanadier. Ich glaube, die geben noch nicht ganz auf. Aber das ist jetzt die Frage. 5-2-3 Goal. Trauen wir denen noch etwas zu? Wenn ich ehrlich bin, ich glaube es nicht mehr ganz. Ich glaube, die Luft ist ein bisschen draußen. Ja. Sie wissen, sie haben noch mal eine Chance im vierten Match, um im Finale zu kommen. Und sie versuchen sicher noch mal dran anzukommen. Wo spürt man das jetzt eben? Ist jetzt das die berühmte Diskussion? Ja, die Checks werden nicht mehr fertig gemacht. Man geht nicht mehr mit der gleichen Konsequenz nach dem Böck. Das Tempo ist ein bisschen tiefer. Was ist es? Was sind die kleinen Sachen, die anders sind? Ich glaube, das Tempo, das sie nicht mehr haben wie gestern. Haben. Gut, Mannheim lässt es auch nicht zu, dass sie das Tempo haben. Aber es ist sicher da, dass man sagt, oh, wir haben noch vielleicht eine Chance im vierten Match. Probieren wir noch mal zurückzukommen, Basics. Ich bin gespannt, ob sie es wirklich umsetzen können. Also, wir sind gespannt, wie das wird weitergehen im letzten Drittel, im dritten Drittel. Allenfalls könnte es ja dann noch eine Verlängerung geben, je nachdem, wie das Spiel wird weitergehen. Jetzt haben wir wieder Zeit für unsere spezielle Rubrik am Spengler Cup. Und zwar zeigt euch heute der Marc Giannola, einer seiner Lieblingsplätze in Davos.
zeige euch heute eines meiner Lieblingsplätze, die Schatzalp. Ein Platz, der ein bisschen einlässt, um einfach ein bisschen da zu sitzen und in die Landschaft rauszuschauen. Wie oft haben Sie Zeit für so etwas? Ja, eigentlich gar nicht. Es läuft immer etwas, sei es daheim oder sei es sonst noch in der Therapie oder Reha. Das ist immer etwas zu machen. Sie sind ja jetzt während dem Spengler viel unterwegs. Was machen Sie alles? Ja, ein bisschen für die Gäste von GKB und das ein oder andere Interview. Und ja, es gibt immer etwas zu tun. Mhm. Sie haben ja schon während Ihrer Karriere eigentlich immer Ausbildungen gemacht, am Anfang sogar noch gearbeitet. Wieso das? Ja, am Anfang, als ich hierher kam, durfte ich noch arbeiten. Und dann hat die Zeit sich ein bisschen geändert. Und ja, zum gleich noch etwas anderes machen, habe ich dann angefangen, Ausbildungen zu machen. Macht ja Sinn. Mhm. Sie sind jetzt ausgebildeter Marketingplaner. In welche Richtung soll es denn jetzt gehen? Ja, weil ich mich da nicht so festlegen. Ich bin da offen und auch sehr neugierig, weil ich eigentlich noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Mit Ihrem Know-how, das Sie haben, hockeymäßig wäre es ja auch noch naheliegend, dass Sie etwas würden, an den Banden machen würden. Ist das je eine Option gewesen? Ja, sie würde mich schon interessieren, aber mehr so im Nachwuchsbereich ein bisschen helfen. Aber das Hauptaugenmerk wird jetzt irgendeine Arbeit sein, wo ich Freude habe und Motivation habe. Wie lange könnten Sie jetzt hier in die Berge rausschauen, bevor Sie gespielt werden würden? Ja, sehr wahrscheinlich nicht lange. Ein Kaffee und nachher muss wieder etwas gehen. Danke vielmals, dass Sie uns mitgenommen haben, Schatz. Also heute auf der Schatzalp bin ich gespannt, wo der Marc Cianola und Steffi Buchli beim Abendspielen ist. Wieder ein schöner Ort von Davos präsentieren. Wir gehen in die Halle auf Davos zum Jan Billeter, verbunden mit der Frage, was traust du den Kanadiern noch zu im letzten Drittel? Kanadier abschreiben, das sollte man eigentlich nicht. Also würde ich warten, obwohl es nicht gerade den Eindruck gemacht hätte, wie wenn es da wirklich noch etwas könnte kehren könnte. Es ist nicht viel zu sehen von dieser Mannschaft, die wir gestern Abend gesehen haben gegen den HCD. Aber für das Turnier, die Konstellation, die hier möglich ist, ist wirklich enorm spannend. Wer hätte gedacht, dass Mannheim ein Kandidat ist für das Finale? Die Kanadier sind noch einer, Davoser sind noch, Minsk ist noch ein Kandidat. Und irgendwann könnte einfach eben als Goalverhältnis eine Rolle spielen. Und darum tun die Kanadier gut daran, hier auch an diesen Punkt zu denken. Aber wenn man die Kanadier kennt, die ja wirklich Perfektionisten sind, werden sie auch das in Betracht ziehen. Das ist sicher dem HCD gestern auch zum Verhängnis geworden mit dieser klaren Niederlage gegen das Team Kanada. Haben Sie im Moment schlechte Karten, was das Torverhältnis anbelangt. Denn wenn zwei Teams punktgleich sind, dann entscheidet zuerst die Direktbegegnung. Aber was hier immer wahrscheinlicher wird, ist, dass dann drei Teams gleich viele Punkte haben und jeder den anderen einmal geschlagen hat. Und dann zählt logischerweise nicht mehr die Direktbegegnung, sondern der nächste Faktor, das nächste Kriterium ist dann das Torverhältnis. Werden die Kanadier einen stürmischen Beginn hinlegen? Mit voller Wucht versuchen hier gleich ein Signal zu setzen. Oder wie gehen sie in diese letzten 20 Minuten? Und wie sieht es mit den Adlern aus? Haben sie dann auch das Nervenkostüm, sollten die Kanadier näher kommen? Aber das Drittel beginnt gleich mit einer Strafe. Randy Robitaille muss nach rekordverdächtigen 2 Sekunden auf die Strafbank. Und zwar achten Sie auf seinen Stock beim Bulli. Keine Absicht, aber dem Gegner voll an den Kopf geschlagen. Und ja, näher kann der Head-Schiedsrichter eigentlich nicht mehr dran sein. Robitaille draußen, 2 Sekunden, bereits die Kanadier in Unterzahl. Es gab ja zwar auch schon Strafen in Spielen, die hatten noch nicht einmal begonnen. Beispielsweise letzte Saison Liga-Qualifikation, Biel gegen Lausanne. Da gab es eine, ja, fast eine Massenschlägerei kurz vor Spielbeginn. Nüssli und der Zuger, die ist ja schon wieder, haben sich da geprügelt. Achtung, Mannheim mit einer super Chance. Jamie Pollock, schön angespielt, nach 12 Sekunden. Le Nouveau bereits im Mittelpunkt im letzten Drittel. Wieder Jamie Pollock.
gute Scheibe erobert. Genau so wird es gemacht in Überzahl. King. Meto. King auf der anderen Seite. Gute Übersicht, Pollock. Pfostenschuss. Nach 52 Sekunden im letzten Drittel. Wieder King. Schön. Meto. Mit dem Ablenker und dem Nachschuss. Ganz gut gespielt von Scott King. Er hat den Stock von ihm gesucht, von François Meto. Ablenker. Der Plan. Gute Ausführung, wenig hat da gefehlt. Chance kreiert in Überzahl. Wieder Pull in der Zone der Kanadier. Noch 50 Sekunden. Die Adler mit einem Mann mehr. Handgelenkschuss und dann eine sichere Parade. Mittlerweile kann ich mich auch wieder an den Namen erinnern. Rüfenacht war es natürlich, der sich geprügelt hat mit Nüssli. Bevor das Spiel begonnen hat, wurden beide unter die Dusche geschickt. Die Kanadier müssen wechseln beim Bulli. Vigier kommt für oben. Ein wichtiges Bulli. Und die Mannheimer gewinnen es. Gleich mit der Kontrolle über die Scheibe. Aggressives Unterzahlspiel. Die Kanadier sehen hier eine Möglichkeit, die Scheibe zu gewinnen. Spilo, gut, wer die Scheibe ausgegraben hat. Schlechter dann sein Zuspiel in Richtung Hedlund. Der muss die Scheibe wieder ganz zu hinterst. Polen und noch 25 Sekunden dauert die Strafe gegen die Kanadier. Scheibe über die Kunstglasscheibe gespielt. Das gibt die nächste Strafe gegen das Team Kanada. Spielverzögerung heißt das dann im Regelbuch. Curtis Murphy wird ganz langsam und sicher auch frustriert auf die Bank. Das sind besonders ärgerliche Strafen. Hier sehen wir es. Hier die Scheibe in die Zuschauer spediert. Und sie sind schon wieder in Überzahl. Es läuft ja wirklich wie geschmiert für die Mannheim. Und weil ja zwei Kanadier draußen sitzen, sogar 12 Sekunden. Doppelte Überzahl. Die Gelegenheit, den sechsten Treffer zu erzielen. Robinson. Jetzt müssen sie sich beeilen, um etwas zu kreieren. Der Schuss, der Nachschuss. Noch einmal Robinson, Schuss geblockt. 4 gegen 5 jetzt aus Sicht der Kanadier. Mannheim am Drücker. Bis die Kanadier befreien können. Marius Kelzer. Scheibe auch über die Kunstglasscheibe gesprungen, aber sie wurde abgelenkt. Dann gibt es in diesem Fall keine Strafe. Nur wenn der Puck direkt rausgespielt wird. Sie sehen es hier. Vom Schuh von Robinson prallte der Puck über die Scheibe. Hedlund, Trépanier. Seidberg. Papineau. Spilo, sehr viel Eis ab, bekommt die 18, kein Wunder. Drei Tore gehören ihm bisher. Papineau. Versucht es aus spitzem Winkel irgendwie die Scheibe in Richtung Tor zu bringen. Dann wieder außenrum. Die langen Pässe. Werden versucht. Aber es gelingt hier im Moment nicht, einen Kollegen in Schussposition zu bringen. Und die Kanadier befreien ein weiteres Mal. Nur noch 10 Sekunden dauert die Überzahlsituation für die Deutschen.
Murphy zurück. Meister Curtis Murphy. Robitaille. McLean vor dem Tor. Wird bedrängt von den deutschen Verteidigern. Da wird um jeden Zentimeter gefeitet. Schauen Sie sich das an. Robitaille wartet hinter dem Tor. Wird jetzt angegriffen. Der Mann mit dem langen Stock kann ihm die Scheibe wegschlagen, aber die Scheibe kommt zurück zu den Kanadiern. Comble, die Verteidiger, die sich mit einschalten. McLean wieder im Duell mit Royal. Hartes Duell an der Grenze der Regularität. Im Moment lassen die Schiedsrichter weiterlaufen. Auch hier wird geschubst, gestoßen. Und dennoch die Kanadier mit dem Abschluss. Ist die Scheibe blockiert? Jawohl, bei Fred Brathwaite. Der sich da ins Getümmel gestürzt. Der Spielmacher, der Vorbereiter, Randy Robitaille vom HC Lugano. Aber die Adler, die sind sehr kompakt gestanden, waren sehr nahe bei den Leuten dran. Gewährten ihnen kaum Platz. Heinz, Aperaller. Guter Pass von Brooks auf den aufgerückten Siklenka. Und er ist die Scheibe bei Sean Heinz, war nicht draußen, kein Offside. Guten schön, aber da wird das Spiel unterbrochen. Es gibt eine Strafe gegen einen Adler, und zwar gegen Chris Schmidt. Kanada zur Welt gekommen, fast 500 Spiele in der AHL absolviert, 240 Mal in der WHL gespielt und 10 Mal in der NHL für die Los Angeles Kings. Hier hat er es etwas übertrieben im Zweikampf gegen Brad McLean vom SCB. Auf diese Möglichkeit haben die Kanadier gewartet. Sechste Minute im letzten Drittel. Drei Tore Rückstand fürs Team Kanada. Roach, guter Pass auf Jean-Guy Trudel. Heinz. Geblockt, das gibt eine Strafe. Wurde ihm der Weg abgeschnitten. Und das kommt dann zu einer doppelten Überzahl. Ja, Petermann muss wegen Beinstellens raus. Und Heinz genießt das richtig, dass er diese Strafe rausgeholt hat. Hier legt er sich die Scheibe vor. Will ihn nachjagen, wird gelegt. Und wie immer, wenn er stürzt, verschiebt sich auch sein Helm. Das sieht dann jeweils ziemlich lustig aus. Schauen Sie sich das an. Felix Petermann, zwei Adler draußen. Fast eine Minute, doppelte Überzahl für die Kanadier. Das ist die Gelegenheit. Roach verpasst jedoch die Scheibe. Muss ganz nach hinten. Und dass er hier noch einmal in Scheibenbesitz kommt, ist auch mehr Zufall als Können. Heinz, noch einmal. Problemlos jetzt, wie er in die Zone hineinfährt. Organisieren, jeder wieder auf seiner Position. Heinz oben an der blauen Linie. Da ist er. Robitaille. Roach. Wieder muss er sich die Scheibe neu zurechtlegen. Und noch ein schlechter Pass. Travis Roach mit seinen schwachen zwei Minuten. Robitaille.
bleibt auch hängen. Offside. Nichts gelingt dem Team Kanada in doppelter Überzahl. Kein Schuss aufs Tor von Fred Brathwaite. Das war schwach. Es sieht wirklich nicht danach aus, wie wenn hier die Kanadier noch irgendetwas auszurichten hätten. Die Spengler Cup-Scheibe läuft heute ganz im Sinne der Adler aus Mannheim. Stepanier wird weggebuchtet. Oben. Eine neue Formation ist gekommen, aber auch hier stimmt es nicht mit der Präzision. Oben, nur noch 30 Sekunden. 5 Kanadier gegen 4 Mannheim. Trepanier. Murphy hält die Scheibe drin, aber dann setzt wieder ein Deutscher nach. Die Scheibe verlässt erneut die Zone von Mannheim. Aber einen hat es hier erwischt in diesem Zweikampf. Pascal Trepanier, ehemaliger Verteidiger des SC Bern. In seiner Karriere fast 1000 Spiele als professioneller Eishockeyspieler bestritten. 46 Spiele davon hat er für den SCB absolviert. Dägel. Mannheim jetzt komplett. Wieder Dägel. Und McLean verpasst. Sehr eng ums Tor postiert sind die Adler aus Mannheim. Es ist schwierig, dort hineinzukommen. Die Kanadier sind gezwungen, außenrum zu spielen, müssen es aus der Distanz versuchen. Einige Fragezeichen bei Greg McTavish und seinem Team. 8,5 Minuten gespielt im letzten Drittel, noch keine Tore bisher. Das passt den Adlern aus Mannheim. Obwohl sie die Gelegenheit gehabt hätten, hier das 6. Tor zu erzielen, auch in Überzahl. Und so die Partie vorzeitig zu entscheiden. King. Ganz einfach der Band entlang wurde die Scheibe hier aus der Zone gespielt. So muss das gemacht werden bei diesem Spielstand. Und Bichier. Optimal angespielt. Wenige Meter vor dem Tor kommt er zum Abschluss, aber er schießt neben das Gehäuse. Robinson. Und da gehen zwei mit. Metto. Und Buttenschön, der Verteidiger, scheitert. Wunderbar angespielt worden ist er. Sven Buttenschön, die Nummer 6. Der großgewachsene Verteidiger. Zuerst hier Vigier, weit daneben. Der Pass von Robinson auf Buttenschön. Aber der ging an den Pfosten. Eine tolle Parade vorher von Le Neuve mit der Stockhand. Hat richtig antizipiert und war zur Stelle. Der Goalie, der Kanadier, der während der Meisterschaft in Salzburg spielt. Jackman. Noch eine Konterchance. Ah nein, die Kanadier aufgerückt. Jackman hat diesen Check gesucht. Erinnerungen an den Check von Heinz gegen Josi und Forster. Gegen Deveau allerdings, das ein ganz sauberer Check von Jackman, nicht abgesprungen wie Forster. Der Stürmer hart getroffen, aber er war
gefasst auf diesen Check. Papineau konnte sich darauf einstellen und dann lässt sich ein solcher Check auch wegstecken. Nägel. Nach Schuss. Wieder haben die Vorderleute von Fred Brathwaite gut reagiert. Gutes Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehrspieler. Brathwaite wehrte den Schuss von Dägel ab. Für den Abpraller waren dann seine Verteidiger zuständig. Micky Dupont. Sein Schuss geblockt von Reul, der muss sich auswechseln lassen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht geht er zurück auf die Bank. Das hat wehgetan. Comble versucht die Scheibe schnell an die offensive blaue Linie zu spielen, aber auch dort sind die Kanadier gut gedeckt von den Adlern. Forbes. Becker. Und einmal Corey Becker. Fisp spielt, aber beim EV Zug ausgeholfen hat. Da ist er wieder, Corey Becker mit der 11. Schön gespielt und eine Glanzparade von Brathwaite gegen Michel Ouellet, den Stürmer von Fribourg-Gottéron. Ein Fehlpass von Ouellet. Scalzo auf sich alleine gestellt, darum mit dem Schuss aus der Distanz. Schön dieser Move hier, wie er den Verteidiger, der sich da in den Weg gelegt hat, aussteigen lässt. Alles richtig gemacht und Welle mit der Fanghand, mit der vordersten Spitze des Fanghandschuhs war da Brathwaite noch dran. Hedlund. Brathwaite zeigt eine großartige Leistung. Bekommt noch mehr Arbeit. Organisiert sein Team für die letzten 8 Minuten. Robbie Tiger, Winterspulli, Roach. Spilo bleibt hängen. Auch hier hat er wieder getrippelt, statt die Scheibe einfach rausgespielt. Und wieder muss ein Spieler, der Adler, auf die Strafbank. Hätte Spilo den Puck aus der Zone gespielt, wäre es gar nicht mehr zu dieser Szene hier gekommen. Der Zweikampf zwischen Robitaille und der 26 von Mannheim, Chris Schmidt. Schmidt hängt ein beim Gegner. Chris Schmidt zum zweiten Mal auf der Strafbank in dieser Partie. Hat die letzten beiden Weltmeisterschaften für Deutschland gespielt, ist auch ein Kandidat fürs Nationalteam in dieser Saison. Güdel.
1 fährt wieder gleich durch die Mitte in die Zone hinein. Die Scheibe ist drin. Jetzt organisieren sich die Spieler des Team Kanadas. Heinz ist gefragt, muss die Scheibe in der Zone halten und dann wieder ein Fehlpass. Auch dieses Powerplay des Team Kanadas funktioniert nicht. Und immer noch sind sie mit 3 Toren zurück. Der Sieg ist in weite Ferne gerückt. Ich glaube nicht mehr, dass die Kanadier dieses Spiel gewinnen können. Sie können wirklich nur noch was fürs Torverhältnis tun. Trépanier gelegt, Strafe angezeigt. Damit entschärft sich die Situation für die Adler aus Mannheim. Randy Robitaille hier mit dem Beinstellen. Nicht gut zu sehen aus dieser Perspektive. Also, Fakt ist, je ein Spieler draußen. Randy Robitaille für 2 Minuten, der Deutsche nur noch für 28 Sekunden. 4 gegen 4 im Moment. Robinson. Pollock und Lenevo musste eingreifen. Dupont. Kelso. Mitten aufs Tor geschossen. Der Verteidiger. Der Coach Adler aus Mannheim, Doug Mason. Hat auch schon einen Holland und Italien als Coach gearbeitet, dort Erfahrungen gesammelt. Und Scheibe bleibt hängen. Mannheim wäre jetzt mit einem Mann mehr auf dem Eis. Aber es ist Roach, der sich hier wunderbar durchspielt. Aber auch er scheitert an Fred Brathwaite. Sie die Scheibe gleich selber aus der Zone des Gegners. Das Spiel dauert nur noch 5 Minuten. Keine Tore bisher im letzten Drittel. MacLean. Legt auf für Jackman. Schuss geblockt von Hedlund. Scalzo. Arendt. Daniel Steiner. Auch er einer der Torschützen heute Nachmittag für die Adler aus Mannheim. Pollock. 4 Minuten noch. Die Kanadier wieder zu 5 auf dem Eis. Murphy. Oben. Kanadier zwar im Scheibenbesitz, aber sie schaffen es nicht, die Scheibe vor das Tor zu bringen. Das Bild hat sich wirklich gedreht in diesem Spiel. Zu Beginn war dies das größte Problem der Adler aus Mannheim. Die sind kaum zu einer Torchance gekommen im ersten Drittel.
Kanadier hatten das Spiel im Griff. Er spielte sich gute Möglichkeiten. Sie waren nicht mehr so dominant wie gestern gegen den HC Davos im ersten Drittel. Sind dann kurz vor der ersten Drittelspause in Rückstand geraten. Das hat sie aber nicht groß beeindruckt. Dachte man zumindest. Aber dann im zweiten Drittel, da haben die Adler richtig aufgedreht. Selbstvertrauen getankt, sich in diese komfortable Lage gebracht. 5:2. Die Führung für die Adler und die kontrollieren das ganz geschickt. Ob bei Vollbestand oder auch in Unterzahl. Sie stehen sehr kompakt, spielen diszipliniert, geben den Kanadiern keinen Raum. Heinz. Und sie haben einen super Goalie mit Fred Brathwaite, der 37-jährige Kanadier. Der mit vielen spektakulären Paraden heute aufgefallen ist. Fast wie damals, vor 11 Jahren, als er mit dem Team Kanada den Spengler Cup gewinnen konnte. Brathwaite spielt seine zweite Saison in Mannheim. Er hat im letzten Jahr gleich voll eingeschlagen. Er gewann mehrere Auszeichnungen. Spieler des Jahres, Torhüter des Jahres, beste Neuverpflichtung des Jahres. Er hat einen großen Anteil am Erfolg der Adler aus Mannheim. Egal von wo sie es versucht haben, die meisten Schüsse prallten irgendwo ab. Ganz cool macht er das. Und es bleiben nur noch 65 Sekunden zu spielen. Die Fans aus Mannheim, gleich in der Ecke, hinter dem Tor von Brathwaite, skandieren bereits Sieg. Es wird der zweite Sieg sein für die Adler aus Mannheim, nach dem Erfolg gestern im Penaltyschießen gegen Carlo Vivari. Das war bereits ein überraschender Erfolg, aber das heute, das ist noch viel die größere Überraschung. Damit bleiben die Adler ein Kandidat für einen der Finalplätze. Die Kanadier sind auch noch nicht aus dem Rennen. Das ist ihre erste Niederlage. Und für den weiteren Verlauf des Turniers verspricht das heutige Resultat große Spannung. In jedem Spiel wird es noch um etwas gehen. Mark Bell hatte gestern seinen großen Abend gegen den HCD. Heute ist es die Nummer 18, der Adler aus Mannheim. Er kann sich bereits gratulieren lassen. Spilo, 3 Tore hat er erzielt gegen die Kanadier. Und er weiß natürlich, dass dieses Spiel auch in Kanada übertragen worden ist. Das ist eine enorme Genugtuung für diese Kanadier, die in der DEL verpflichtet sind. Sie konnten heute auf sich aufmerksam machen. Es ist ein großer Sieg für das Team aus Mannheim. Gleich mit 5:2 gewinnen sie gegen das Team Kanada. Aaron Nittel, der Matchwinner, zusammen mit Goalie Fred Brathwaite. Die Adler aus Mannheim zum 5. Mal am Spengler Cup dabei. Vor 2 Jahren belegten sie den 3. Platz, zeigten ein gutes Turnier. 2001 letzter Platz, 97 den Final knapp verpasst. 1991 bei der ersten Teilnahme alle 4 Spiele verloren. Ja, und so schnell kann es gehen bei diesem Turnier. Gestern waren sie noch die gefeierten Gewinner. Gestern Abend der 6:2 Erfolg gegen den HCD. Heute sind die Kanadier mit 2:5 unterlegen.
Das ist eine ganz bittere Niederlage. 12 Kanadier stehen im Team von Mannheim. Und wer hätte gedacht, dass diese am Ende gewinnen würden und jubeln können. Die Ehrung der besten Spieler. Wir nehmen sie noch mit. Sean Hines wird zum besten Spieler des Team Kanadas gewählt. Jubel und Pfiffe begleiten ihn auf dem Weg zu Marc Fuhrer, der Präsident der Schweizer Eishockey-Liga. Überreicht heute die Präsente. Und wenn einer 3 Tore erzielt, dann ist die Chance groß, dass er zum besten Spieler ausgezeichnet wird. Und so ist es, Aaron Spilo. Also, das ist die erste große Überraschung am diesjährigen Spengler Cup. Der Sieg der Adler aus Mannheim. Und apropos Adler, Skispringen gibt es heute noch bei uns im Programm auf SF2. Vier-Schanzentournee in Oberstdorf, 17.25 Uhr. Also, wir haben noch sehr viel mehr Live-Sport für Sie heute in unserem Programm. Und das ist die neue Tabelle. Die Adler grüßen von der Spitze. Aber schauen Sie sich das an, wie eng das alles ist. 3 Teams haben 3 Spiele, alle 4 Punkte. Mannheim, Kanada, Davos und dann Dynamo Minsk spielt heute Abend die dritte Partie. Könnte dann auch auf 4 Punkte kommen. Das wird eine Rechnerei geben in den nächsten Tagen. Für sie hat sich das Kommen gelohnt. Die Fans aus Mannheim feiern mit ihren Spielern diesen Sieg. Und das Handshake dauert etwas länger, denn die kennen sich sehr gut, die Kanadier. Schauen Sie sich Brathwaite an, wie er sich verabschiedet. Und er wird wohl auch den einen oder anderen Glückwunsch bekommen für seine Leistung heute Nachmittag. Also, die Adler feiern. Sie bezwingen das Team Kanada. 5:2. Das Spiel ist kommentiert worden von Jan Billeter in der Eishalle in Davos. Und es ist eine grosse Überraschung. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Was war am Schluss ausschlaggebend? Dass eben die Kanadier in der Lieblinie der Mannheimer gewonnen haben. Kaltblütigkeit vielleicht im zweiten Drittel. Und einfach das Momentum, das sie wirklich dort hatten, haben sie kaltblütig ausgenutzt. Und im zweiten Drittel eigentlich den Match gekehrt und gewonnen. Und das Goal in der Rückbetrachtung von dem Spiel, also das, was der Spilo, glaube ich, jetzt schon angesprochen, also der Treffer zum Ende des ersten Drittels. Ja, anscheinend hat ihnen das Vertrauen gegeben, wir können etwas ausrichten gegen die. Die sind, glaube ich, gleich nicht so gut, wie sie am Tag vorher noch sind. Das hat dann sicher Mut gegeben. Kann das eine Rolle spielen, dass die Kanadier am Tag vorher gegen Davos noch gespielt haben und da, sagen wir mal, vielleicht schon an die Leistungsgrenze drangegangen sind? Vielleicht kann das sein, ja, weil es für sie ein extrem wichtiges Spiel war gegen Davos. Dort ist schon um sehr, sehr viel gegangen. Sie haben sich die Ausgangslage erreicht, eigentlich, was sie wollen, um 2 Spiele für ein Finale. Jetzt müssen sie einfach morgen gewinnen, sind sie gleich im Finale. Vielleicht im Kopf nicht ganz so frisch gewesen wie gegen Davos. Der Goalie von den Mannheimer, da wollen wir natürlich nur ein paar Worte darüber verlieren. Es ist eine schillernde Figur, die vor 11 Jahren am Spengler Cup mit dabei war mit Team Kanada. Und heute, dank sättiger Paraden, sein Team zum Sieg geführt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Ja, absolut. Das ist natürlich für einen Goalie sehr schön, wenn er so einen hat. Aber er hat gerade so gut rein können. Wenn er ein bisschen weiter drüber zielt, dann ist es auch ein Goal. Aber er probiert, drüber zu kommen, tut alles dran setzen und kommt mit dem Schritt, mit dem Fahrrad. Also, ganz eine spezielle Figur, der Fred Brathwaite. Interessiert mich natürlich jetzt, was er zu sagen hat. Bitte, Steffi Buchli. Fred Brathwaite, your fans were celebrating you. That must feel good. You know what? This is a big win for us. To have 2 wins like this in a row and to beat a team like Team Canada, it's a lot of confidence for our guys, and it was a great effort by our whole team. Did you expect it? You know what? To tell you the honest truth, I didn't. But our guys came out really hard, and we played hard for a full 60 minutes today, and it's well deserved. I saw you laughing with Sean Hines. Are you still connected to some guys of Team Canada? You know what, I see them once in a while back home and stuff. And actually, Sean Hines and I won the Spengler Cup here a little while back. So it's always nice to stop a guy like that who has a big shot and who's a very good player in the Swiss League. A little while ago, you say. How is it to be back in Davos? You know what, it's great. I mean, the city's awesome, the atmosphere is great, and it's always nice to be back here. Enjoy it. Thank you. Thank you very much.
Na, der Mann hat leicht geschwitzt. Das ist extrem. Also unter diesen Helmen, 60 Minuten, da ist man K.O. Fix und fertig. Ja, nicht unbedingt, nein. Aber er hat heute natürlich auch viel Arbeit gehabt. Er musste auf Hut sein, also immer parat sein. Und da kommt man schon zum Schwitzen. Ist noch leger, was er sagt, 60 Minuten? Ja, er ist halt topfit, er ist im Saft. Das muss so sein, aber nein, man kommt schon an Grenzen, vor allem so viele Spiele hintereinander. Zwei, drei Sachen, die er gesagt hat, der Brathwaite, will ich gerade schnell aufgreifen. Also ein grosser Sieg ist es, seiner Meinung nach, gegen Kanada. Gegen Kanada natürlich gibt das viel Vertrauen, es war ein grosser Effort. Und was mich erstaunt, hat die Frage von der Steffi Buchli, ob er es erwartet hat, hat er gesagt, ja, ehrlich gesagt, habe ich es nicht erwartet. Und das zeigt doch auch ein bisschen, dass es wirklich eine grosse Überraschung ist. Ja, das zeigt nochmal auch das erste Goal, das sie geschossen haben, dass das wirklich für die Mannschaft extrem wichtig ist. Sie haben es geschmückt, oh, es geht etwas. Und was er auch noch gesagt hat, es ist ein grosses Turnier und ein schöner Start. Er kommt immer wieder gerne zurück, er war ja schon mal da. Und damals hat er das Turnier mit dem Sean Heinz gewonnen und darum hat er auch gesagt, dass er mit den Spielern von Team Kanada natürlich auch abseits vom Eisfeld immer wieder Kontakt hat. Jetzt wollen wir das nochmal anschauen, die Auswirkungen auf die Tabelle. Das wird nämlich extrem interessant. Resultat nochmal: Adler Mannheim gegen Team Kanada 5:2. Und jetzt eben, wir haben schon drei Mannschaften mit 4 Punkten. Minsk kann heute mit einem Sieg gegen Carlo Vivari auch auf 4 Punkte kommen. Und dann kommt es morgen in den Partien Mannheim gegen Davos und Kanada gegen Minsk quasi zu zwei Halbfinals. Perfekt. Das ist natürlich eine sensationelle Sache. Absolut. Für solche Spiele spielt man Hockey, wenn man solche Star verleben. Absolut. Das ist genau das, was man will als Sportler. Und für solche Spiele eben, zieht man sich gerne an. Ja, das wird also sicherlich spannend. So hoffen wir dann im Sinne von einem spannenden Turnier, dass heute Abend die Weißrussen sich gegen die Tschechen können durchsetzen können. Aber das muss jetzt erst gespielt werden. Ihr seid wiederum live mit dabei hier auf SF2. Ab dem 8. Werden wir das Spiel begleiten. Mit den beiden Studiogästen Ronny Röger und Reto Pavoni. Jetzt geht es gerade anschließend in wenigen Augenblicken weiter mit dem ersten Springen von der Vier-Schanzentournee in Oberstdorf. Und zwar ist da natürlich der Simon Ammann ein heißer Kandidat auf den Gesamtsieger. Er ist wirklich top in Form. Und wie es so ist bei der Vier-Schanzentournee, jetzt zeigen wir gerade den ersten Durchgang. Und der wird an der Vier-Schanzentournee im Duell Mann gegen Mann uns getreten. In wenigen Augenblicken geht es los mit dem Kommentar von Michael Stäuble. Spengler Cup live auf SF, präsentiert von UBS und den Sponsoren Generali, Wirt, BP Ultimate und Ackermann Versand.